Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der @kylennep und bei mir ist mein Co-Moderator mit blendender Laune, der Marco, auf Twitter der @ruhrporttennis. Moin Marco, grüß dich. Hi, ich glaube, ich habe das erste und letzte Mal heute im Podcast gelacht. oder es ist Galgenhumor. Ehrlicherweise hat mich, also mich nehmen Niederlagen ja nicht mehr so mit wie noch vor Jahren, aber diese Niederlage, die hat mich wirklich heute noch begleitet, komischerweise. Also es ist Wahnsinn. Wir haben ja schon viele schlechte Spiele gesehen, aber das war schon eins der schlechtesten Spiele der letzten Jahre. Noch kannst du dich entscheiden, diesen Podcast hier schnell noch zu verlassen und stattdessen eine kleine Pokémon-Partie mit Christoph Kramer zu spielen. Ja. Aber nur, wenn du einen schwarzen Rollkragenpullover und eine Designer-Nerd-Brille irgendwo auftreiben kannst. Also eher haue ich mir wahrscheinlich zwei Gabeln ins Auge. Also, das würde auch für den 1. FC Köln helfen, um die Spiele zu ertragen. Ja, das ist also da reichen ja zwei Gabeln nicht aus. Da musst du dir zwei Gabeln reinhämmern, jeweils eine Flasche Wodka reinkippen und dann noch ein bisschen Salz drauf. Ich glaube, das hilft vielleicht eher. Vielleicht hat ja unser Gast auch Tipps für uns, wie man das verarbeiten kann. Der ist ja schon ein bisschen mehr, also länger leidgeplagt als wir beiden. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns den Ralf Friedrichs, den ihr auch schon aus ganz vielen Folgen kennt. Moin Ralf, grüß dich. Hi, grüßt euch. Und hi. Sind Ströme von Alkohol. Alles andere ist nicht machbar. Also wie soll man das sonst noch ertragen? Ne? Diesen Verein, diese Ergebnisse, diese Spiele. Und Standardrezept ist natürlich dann in der Hinsicht, um zu vergessen, um irgendwie ja mal wieder zu versuchen, es irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Dann hilft einem nur ein gepflegtes Kölsch oder abschalten, sich einen guten Film einlegen, was auch immer. Dümmere Tipps habe ich jetzt auch nicht mehr. Genau, aber zumindest welche, die etwas weniger schädlich sind, als die von Marco. Wir fangen mit was Positivem an, bevor wir uns gleich in die Niederungen dieses Spiels begeben. Wir müssen nämlich ein paar Geburtstagsglückwünsche anbringen. Und zwar hat am Wochenende unsere Gästin und ich darf sagen Freundin dieses Podcastes hier, die Saskia, das @Quarkbällchen, Geburtstag. Heute hat der Lost in Nippes, der Axel Goldmann, Geburtstag und Salih Öcalan auch Geburtstag. Also ein dreifacher Grund zu feiern und ein dreifaches Hip-Hip-Hurra. Alles Gute euch dreien zum Geburtstag. Ich hoffe, dass zwei von euch dreien auf jeden Fall zuhören werden. Alles Gute und bleibt gesund. Ja, da kann man sich nur anschließen. Definitiv. Genau. Leider hat sich Salih Öcalan kein Geschenk zum Geburtstag selber gemacht am Wochenende. Und damit habe ich jetzt eine wunderbare Überleitung geschaffen in das Spiel hinein. Wir haben gesagt, wir wollen das Spiel jetzt nicht Szene für Szene und einzeln und Minute für Minute aufdröseln. Dazu war es auf zu vielen Ebenen zu schlecht, um da jetzt wirklich einzelne Dinge rauszuheben. Ich glaube, wir versuchen lieber auf das Allgemeine zu gehen und auf die Grundprobleme, die den 1. FC Köln gerade so umtreiben. Ich habe mal eine kleine Quizfrage für euch. Vor wie vielen Spieltagen haben wir das letzte Tor selber erzielt? Das war vor Leverkusen, ne? Das muss Dortmund gewesen sein. Ne? Was meinst du mit selber erzielt? Aus dem Spiel heraus? Nee, also dass wir einfach eine 1 auf der Anzeigentafel auf unserer Seite stehen hatten, egal wie. Boah. Nicht im Pokal, also nur Liga, ne? Pokal zählt nicht. Ich wollte gerade sagen, Pokal zählt nicht, dann wüsste es ja fast schon Dortmund gewesen. Nee, Mainz. Stimmt. Es ist 1-0. Es ist 5 Spieltage her tatsächlich. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das jetzt war, ob es Mainz oder. Ja, Mainz. Ja. Kam Wolfsburg nicht nach Mainz noch? Dann haben wir nämlich gegen Wolfsburg das letzte Spiel gemacht. Ist aber auch wurscht, weil ich wollte halt auf den Fakt hinaus, dass wir jetzt seit 4,5 Spielen auf ein Tor warten mussten, wenn wir mal dieses Pokalspiel ein bisschen ausklammern, wo das Tor ja auch eher glücklich gefallen ist. Und ich würde auch behaupten, dass wir in diesen Spielen zusammen mit viel gutem Willen vielleicht auf 10 Torchancen kommen. Also wenn wir erstmal Schüsse aufs Tor dann noch reinzählen. Und das, glaube ich, sagt schon eine ganze Menge aus, wo wir gerade stehen. Und da scheint es ja inzwischen auch egal, ob du es mit diesem falschen Doppel-9-System da spielst oder mit dem Modesta als Stoßstürmer. Die Resultate sind ja doch jetzt sehr ähnlich geworden. Und wenn dann noch eklatante Fehler in der Defensive dazukommen, dann verlierst du so ein Spiel eben auf beiden Seiten verdient 0-5. Also sowohl die 0 vorne ist verdient, als auch die 5 hinten.
wobei hinten das sogar noch höher hätte sein können. Ich würde sagen, wir lassen unserem Gast einfach mal das erste Wort, ne, als gute Gastgeber, ja, die wir nun mal sind. Ralf, was ist denn so dein Takeaway aus diesem Spiel? Ja, also erstmal, ich bin ja irgendwann, nachdem ich das Spiel dann mir interessiert angeschaut habe, gar nicht mehr aufgeregt habe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es definitiv so, dass ich mich über sowas schon gar nicht mehr aufrege. Ich zähle nur noch mit, nach dem Motto, wie viele Gegentore werden es denn noch? Mhm. Und das Ganze halt so mit einer gewissen Distanz betrachte. Jetzt gar nicht mal wegen Pandemie, sondern einfach, weil ich mich da schon gar nicht mehr so richtig zugehörig fühle. Also da ist auch eine gewisse Leere, die da entsteht und so, ne? Aber dann, naja, nach dem Spiel bin ich halt runtergegangen zu meiner Frau. Die hatte sich einen Film angeguckt in der Zwischenzeit und fragte dann, wie es denn so gelaufen sei. Dann habe ich gesagt, dieser Verein, dieser Kader, diese Spieler haben etwas Tolles geschafft. Das war genial. Genial, schlecht. Ich habe also selten eine so miserable, hundsmiserable Leistung des ersten FC Köln gesehen. Das will echt was heißen. Weil der FC ja es eigentlich immer wieder schafft, eigentlich das nicht mehr, dass du das nicht mehr toppen kannst. Aber irgendwie schaffen sie es doch. Das ist genial. Das ist, also, ich kann die nur bewundern. In sowas sind wir wirklich Champions League. Champions League im total schlecht spielen. Also keine Chancen gehabt, im Prinzip die Gegner eingeladen. Es geht immer noch ein Tacken schlechter. Und das ist unfassbar, wie der Verein das schafft. Also ich habe auch gesagt, ich war stolz. Also ich habe hinterher zu meiner Frau gesagt, ich bin richtig stolz auf die Jungs. Ne? Also wie die das noch packen, das noch schlechter hinzubekommen. Also genial. Ich bin entrückt und weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Jungs, ihr seid großartig im Schlechtspiel. Und ja, immerhin das haben wir. Ich meine, Tasmania Berlin verteidigt ja auch seinen Rekord, hat gezittert und gebebt und gedacht, hoffentlich hauen die Schalker, nachher ziehen die mit uns gleich und nachher überholen sie uns sogar noch. Und das hätte ja sogar noch hinkommen können, weil der FC spielt ja erst später gegen Schalke. Aber weil dann wäre es ja sowieso vorbei gewesen. Aber das ist denen halt auch nicht genommen worden und so ähnlich ist das mittlerweile bei uns. Wir sind wirklich einfach erbärmlich schlecht und wir haben bisher unheimlich oft Glück gehabt, dass wir die Niederlagen noch relativ, ja, glimpflich gestalten konnten. Aber das war am Samstag mal nicht möglich. Also sie haben dann wirklich ihr Potenzial voll ausgeschöpft und genauso verloren, wie sie es auch verdient hatten. Weil bisher waren ja immer diese 1-0 oder 2-0, wo man auch wirklich scheiße gespielt hat, wo man aber letzten Endes dann immer noch sagen konnte, ja, wir haben ja nicht hoch verloren, wir sind ja nicht untergegangen. Damit hat man sich ja mal wieder, wie man das am Geisbockheim eigentlich ständig macht, die Messe schön gesungen. Und ja, das war jetzt schwierig, das sich noch schön zu reden. Aber selbst das hat Markus Gisdol ja irgendwie noch halbwegs hinbekommen, selbst dieses Spiel zu relativieren. Also großartig. Also wie dieser Verein performt auf der Ebene, wir sind einfach nur schlecht. Das kriegt sonst kein Verein so hin. Das können nur wir. Und da sind wir einmalig. Und dazu gehört für mich auch im Moment die Außendarstellung. Ne? Also, ja, ja. Du hast gerade schon erwähnt, dass Gisdol sich dann hinstellt und sagt, er könne der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das ist, ja, es ehrt ihn ja, dass er da jetzt nicht irgendwelche Leute öffentlich in die Pfanne haut. Aber das darfst du nach dem Spiel nicht sagen. Ja. Nein, das darfst du so nicht sagen nach diesem Spiel. Das ist mir auch alles zu heiti-teiti, kuschel-wuschel da gerade am Geisbockheim. Da musst du als Gisdol auch mal sagen, Leute, das war Kacke. Das kannst du auch mal öffentlich sagen. Du musst jetzt ja nicht einzelne Personen rauspicken. Du musst ja nicht sagen, hat der Sully aber ganz schön missgespielt oder sowas. Das nicht, aber du kannst doch auch hingehen und sagen, das war das beschissenste oder eins der drei beschissensten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt müssen die mal irgendwie morgen früh hier antreten und mir erklären, was sie da gespielt haben oder sowas. Also, aber nicht immer diesen Schmuse-Pädagogik-Kurs da fahren. Das tut, glaube ich, der Mannschaft auch nicht gut. Die braucht, glaube ich, inzwischen eine andere Ansprache als dieses Kuschelige. Also bei allem, was ich jetzt gerade natürlich, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, ein bisschen in die Ironie verfallen bin, muss man ganz klar sagen, dass natürlich erwarte ich nicht, dass ein Trainer anschließend seine Mannschaft komplett in den Senkel stellt. Aber mal zu sagen, dieses Spiel ist völlig an uns vorbeigelaufen, waren schlecht, wir haben das und das nicht umgesetzt, es hat allen gefehlt, ja, Herrschaftszeiten, wo ist denn dann bitte das Problem? Das kann man doch sagen. Also sich aber dann da hinzustellen und uns zu verkaufen, dass das alles wieder absoluter Blödsinn ist, dass wir das so schlecht gesehen haben, im Prinzip auch schon wieder versteckt die Erwartungshaltung da wieder mit reinzubringen, wo ich dann jedes Mal schon wieder ein bisschen Puls kriege,
Also da fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel ein. Und deswegen auch eben meine Sorry, wenn ich da wirklich ein bisschen arg ironisch war. Aber nein, auf der anderen Seite entschuldige ich mich nicht dafür, weil entschuldigen müssen sich die Spieler, der Trainer und der Verein für diese Leistung, weil das war ein Schlag ins Gesicht für alle, die den ersten FC Köln schon seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten, die Daumen drücken und hoffen, dass diese 30-jährige kurze Krise mal vorbeigeht. Kommt, aus der man ursprünglich mal hergekommen ist. Ich weiß, ich verlange gerade wieder Unmögliches. Meine Erwartungshaltung ist wieder gigantisch. Nein, ich möchte einfach nur, dass wir ein normaler Bundesliga-Verein werden. Normal in Beziehung auf, dass wir die Klasse halten, vielleicht mal ein bisschen nach oben gucken können. Und so vielleicht wie andere Mannschaften das ja durchaus hinbekommen haben. Ich könnte jetzt die Gladbacher nennen, die natürlich an dem Tag wieder ein absolutes Topspiel geliefert haben, also an dem Spieltag. Oder die Frankfurter, die es auch hinbekommen haben. Nur wir kriegen das natürlich nicht hin und seit 30 Jahren mehr oder weniger Fahrstuhlverein, da hat der ganze Mist ja angefangen. Nach 1990 ist dieser Verein ja quasi ja in diese Richtung gefahren und seitdem hat er die konsequent fortgesetzt. Also man kann uns nicht nahe vorwerfen, wir hätten keine Kontinuität. Wir haben absolute Kontinuität im Schlechtsein, im Absteigen. Ab und zu mal wieder aufsteigen, dann aber wieder absteigen. Und das wird ja auch dieses Jahr wieder ganz, ganz eng. Ja, und dann geht das lustige Spiel weiter. Und irgendwann wird sich der FC-Fan vielleicht doch mal fragen, warum er den Scheiß eigentlich noch mitmacht. Vor allen Dingen, wenn du siehst, was andere Mannschaften und andere Vereine für weniger Möglichkeiten haben und da viel mehr draus machen. Ich könnte Union Berlin sagen, ich könnte den FC Augsburg nennen, die auch schon seit 10 Jahren jetzt in der ersten Liga spielen. Wir waren in der Zwischenzeit wieder zweimal in der zweiten Liga. Wunderbar. Das geht also normalerweise. Nur der erste FC Köln, der schafft das nicht. Oder einfach unseren Gegner vom Wochenende, den SC Freiburg. Da muss man ja auch den Hut vorziehen, wie die da in Ruhe und kontinuierlich arbeiten. Das ist für mich so eine Mannschaft, da könnte ich dir jetzt, glaube ich, keine 3 Spieler irgendwie mit dem Gesicht zuordnen. Aber die machen trotzdem da einen sehr guten Job. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich würde sogar behaupten, dass die sich am Wochenende nicht mal groß anstrengen mussten für ihre 5 Tore. Die haben uns ja mehr oder weniger selber eingeschenkt. War's ja. Also wenn Freiburg hat uns ja nicht hergespielt. Nein, überhaupt nicht. Hat dreimal aufs Tor geschossen, die waren alle drin. So, und ich meine, wir haben nur Geleitschutz gegeben und haben Freiburg letztendlich stark gemacht. Die waren gar nicht so überragend gut. Die waren natürlich besser und haben hochverdient gewonnen, auch in der Höhe. Überhaupt keine Frage. Aber hättest du natürlich ein bisschen Gegenwehr geleistet, dann wäre da vielleicht was mehr drin gewesen, als da sich mal wieder ein 5:0 abzuholen. Ja, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Puls. Ja, das haben wir alle. Mein Puls ging noch höher, als ich die Aussage von Horst Held nach dem Spiel gelesen habe. Er sagt nämlich, in seiner Amtszeit hier sei das zum ersten Mal passiert, so ein Systemabsturz. Wir haben ja schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, ne, Marco, du und ich, dass wir etwas Probleme haben mit Horst Helds Verhältnis zu, ja, ich will nicht sagen zur Wahrheit, aber zu gewissen postfaktischen Aussagen. Realität. Ja, wie kann er denn sich ernsthaft hinstellen und sagen, dass das noch nie passiert sei? Wir haben vor, weiß ich nicht, 4 Spielen oder so 4:0 gegen Leverkusen verloren. Wir haben 2-mal richtig, richtig kacke gegen Union Berlin gespielt. Wir haben fast jedes Derby hier komplett kampflos hergeschenkt. Wir haben uns von fucking Werder Bremen, die richtig, richtig schlecht waren in der Saison, 6 Tore eingefangen. 6:0, ja. 6 Tore, stimmt, genau, ja. 6-1, glaube ich, ne, hier, Dominik Drexler hat ein Tor gemacht. Ah ja, okay. Ja, 6-1. Ne, und das war alles in Helds Amtszeit. Plus dazu kommen all die Spiele, die Ralf gerade schon erwähnt hat, wo wir hätten höher verlieren müssen. Und nur Schwein hatten, dass die Gegner eine sehr, sehr schlechte Chancenauswertung hatten. Ne? Also das kann doch der Held selber nicht glauben, dass das stimmt, was er da erzählt. Ja, aber vor allem, ich meine, das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe weder diese Gisdol-Aussage, ihr habt das völlig richtig gesagt, wie kann man sich da hinstellen und sagen, die Jungs haben, ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Also sorry, wenn du denen da nichts vorwerfen kannst, dann nimm bitte sofort deinen Hut. Wenn du der felsenfesten Überzeugung bist, du kannst den Jungs nichts vorwerfen. Sorry, ich habe lang genug meine Hände über Markus Gisdol gehalten, weil ich wirklich irgendwo gehofft habe, dass er das Ding dreht und wir um diesen möglichen Trainerwechsel drumherum kommen. Aber ich bin ehrlicherweise mittlerweile so angenervt, weil ich sehe einfach auch nicht, wie wir Tore machen wollen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe manche Aufstellung nicht. Was, ohne jetzt auf
einzelne Spieler eingehen zu wollen, aber was? Warum spielt Benno Schmitz? Ja, das hat hier jeder gefragt. Also, das, der hatte ja nicht eine Aktion, wo der beim Mann war. Nicht eine. Nee. Der hat auch, also sorry, ich will jetzt auch nicht auf den einschießen, ne? Da gab auch andere, die richtig scheiße gespielt haben gestern. Auch welche mit einem anderen Standing als ein Benno Schmitz, aber der hat ja nicht mal ein Positionsspiel, was so einer Bundesligamannschaft angemessen ist. Ja. Der steht da ja rum wie so ein Regionalliga-Kicker, der sich versehentlich in die Bundesliga verirrt hat und nicht weiß, wie er irgendeinen Bundesliga-Stürmer decken soll. Ja, war faszinierend, aber wie gerade schon gesagt, Benno war da nicht alleine, da waren all die anderen. Nein, aber das ist. Aber das ist, natürlich, das war auffällig. Er hatte von allen noch die schlechteste Performance, was wirklich was heißen will. Ich verstehe auch nicht, warum man dann sagt, man würde einem Easy keine Steine in den Weg legen, wenn der gehen will, aber dass so ein Benno Schmitz hier komplett außerhalb jeder Kritik steht anscheinend und ja, nicht mal irgendwie. Also, wenn ich schon Spieler zur U21 versetze, dann muss da auch mal jemand bei sein, der jetzt hier in 3 Jahren noch nie ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, aber jetzt mal im Ernst, also Christian Clemens und Frederik Sørensen und Robert Voloda zum U21 zu versetzen. Das sind die ärmsten Leute überhaupt. Das sind ja die, ich weiß gar nicht, wann haben die zuletzt Bundesliga für uns gespielt? Ja, Sørensen gegen Gladbach und Clemens vor einem Jahr oder sowas. Ja, aber das ist. Ich meine, das ist ja eine Maßnahme. Ich meine, mit so wie man das jetzt so mal durch die Blume gehört hat, will man Robert Voloda halt ausleihen, damit der Spielpraxis sammeln kann. Das ist ja auch okay. Also der kann ja auch noch bei der zweiten Mannschaft ja auch noch Spielpraxis sammeln. Und für Clemens und Sørensen, ich meine, Sørensen sagt man damit vorsichtig gesagt, Junge, pass auf, bei dem ersten Angebot, was du hier kriegst, musst du hier weg sein, sonst spielst du hier nicht mehr. Aber ich bin mal gespannt, ob das dazu beiträgt, dass irgendjemand ihn verpflichtet, weil das setzt ja auch kein gutes Licht für den Verein, der ihn eventuell verpflichten möchte. Also ich meine, ja. Der Verkaufswert, der ist natürlich da, der wird da nicht steigen, im Gegenteil. Das ist auch so mehr oder weniger für die Kapital. Für die kriegst du eh nichts mehr. Die sind im letzten Vertragshalbjahr. Ja. Da geht es darum, den Vertrag möglichst günstig aufzulösen, wenn ein Interessent kommt. Wie bei Terodde damals. Da geht es nicht mehr um Ablöse bei den dreien. Oder bei den beiden. Bei Volo, das ist ein anderer Fall. Ja, aber ich denke mir halt auch, das sind jetzt die drei schwächsten Spieler der Kette. Das sind drei Spieler, die nichts dafür können, wo wir stehen, die auch keine große Hausmacht haben oder so. Eigentlich musst du jetzt mal anfangen und dir mal irgendeinen von diesen sogenannten Redelsführern da schnappen, von diesen Durchhit-Führer-Anführer-Typen und dem mal wehtun. Es gibt also einfach Leute, die spielen jedes Spiel schlecht und spielen dann wieder jedes Spiel danach. Langsam musst du mal anfangen, einen von denen mal in die zweite Mannschaft zu schicken. Ja, wobei, ich sag ganz, also erstmal zu den drei, wie nennt man das, Abgeschobenen, sage ich mal. Die drei, das war ja eine Maßnahme, die schon vor dem Spiel entschieden worden war. Das hat mit dem Spiel selbst zu tun. Das wirkt ja jetzt ein bisschen so, als wäre das eine Strafmaßnahme für drei Spieler, die gar nicht mitgespielt haben. Völliger Unsinn. Also die drei hat man mehr oder weniger dann schon im Vorfeld aussortiert. Das kann man auch machen. Das ist grundsätzlich jetzt nicht völlig falsch. Nur, dass man das hinterher so ein bisschen so in die Ecke stellt. Man hätte jetzt darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob das eher die Medien waren, die das so dargestellt haben oder ob der Verein das selbst auch ein bisschen so verkauft hat. Das war ja gar nicht der Fall. Also die drei waren schon vorher aussortiert. So, kann man machen. Auf der anderen Seite, ich bin ein bisschen anderer Meinung, was die Aufstellung angeht. Natürlich, doch, die kann man kritisieren. Also ich bin nicht anderer Meinung, sondern ich möchte dazu eigentlich noch was hinzufügen. Sagen wir es mal so. Nämlich, eigentlich ist es scheißegal, wen du aufstellst. Weil die durch die Bank eigentlich alle ähnlich schlecht sind oder ähnlich, naja, gut oder, wie soll man das beurteilen, einen ähnlichen Standard haben, also eine ähnliche Basis. Da ist jetzt keiner, der den anderen total überragt. Also ob du jetzt einen, du kannst darüber diskutieren, ob du einen Modest aufstellst oder mit einer falschen Neun agierst. Darüber kannst du diskutieren. Aber ob du Benno Schmitz oder Easy Boué oder sonst wen aufstellst, das spielt am Ende keine große Rolle, weil beide einfach immer für ihre Aussetzer gut sind und du einfach Glück haben musst. Du musst Glück haben, dass die gerade mal einen guten Tag erwischen oder dass die Fehler nicht bestraft werden, dass der Torwart sich mal nicht den Ball über sich selbst hebt und fast einen Fallrückzieher ins eigene Tor macht.
Also solche Dinge musst du einfach hoffen. Und wenn das dann nicht gelingt, dann ja, hättest du genauso gut mit einer anderen Mannschaft spielen können, die aber am Ende des Tages wahrscheinlich genauso gespielt hätte. Ich habe ganz bewusst die Held-Phrase benutzt, am Ende des Tages. Mhm. Es ist letzten Endes in meinen Augen völlig wurscht, weil diese Mannschaft einfach nicht gut ist. Sie ist aber, und da werde ich ja schon seit Wochen und Monaten immer wieder drauf angesprochen, sie ist tatsächlich gut genug, um 15. zu werden. Das ist schon meine Meinung, das könnte man klappen. Nur dann muss alles passen, da muss das Optimum sitzen, da müssen die Spieler an ihre Grenzen gehen, da muss auch der Trainer flexibler werden, der sollte vielleicht auch mal ein paar Spielideen entwickeln, wenn er es denn auch darf in den nächsten Wochen, die vielleicht darüber hinausgehen, einfach nur den Ball lang nach vorne zu pörlen und zu hoffen, dass irgendwo ein Standard kommt. Weil das sind ja die einzigen Möglichkeiten, wo wir überhaupt mal zu Torchancen kommen. Selten genug. Und das ist in meinen Augen viel wichtiger, dass man versucht, diese Mannschaft eine Art Offensivkonzept zu geben. Dass man kann ja auch Folgendes machen. Wenn man weiß, wir kriegen nur Torchancen, wenn wir über Standards kommen, dann macht es doch wie vor 3-4 Jahren war das doch mal Ingolstadt. Die haben sich, glaube ich, ein Jahr in der Liga gehalten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Indem sie einfach über die Flügel gespielt haben, sich da haben faulen lassen oder ständig hingefallen sind und dann Freistöße provoziert haben. Und dann hat da vorne, haben da ein, zwei Leute gestanden, ich glaube Moritz Hartmann noch, weiß nicht, wer der andere war, spielt auch keine Rolle mehr, die haben die Dinger dann reingemacht. So sind die in der Liga geblieben, nur über die Standards. Die waren grottenschlecht, die waren nicht gut, aber die wussten, das Einzige, was wir können, ist das. Ne? Und haben das wirklich gemacht. Beim FC sehe ich ja auch nicht mal das. Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt kein Offensivspiel. Oder habt ihr irgendwas ausmachen können? Wenn ja, dann müsst ihr mir das verraten. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe nämlich tatsächlich danach auch noch unsere Freunde vom Niederrhein gegen die Bayern spielen sehen. Und es liegt mir natürlich jetzt fern, hier ein positives Wort über Mönchengladbach zu verlieren. Aber da wusste halt jeder Spieler, was er tun muss, wenn der Ball da, da oder da ist. Also du hast genau gesehen, wie die Bayern besiegt haben. War nicht Zufall, war nicht Glück und war nicht drei Standardsituationen. Das war ein ganz klarer Matchplan, wo genau gesagt wurde, hier, wer ist der Mensch, der die Tore gemacht hat? Nicht Hofmann. Neuhaus, der andere. Hofmann, genau. Hofmann, wenn der Ball da ist, rennst du da zwischen die, in die Nahtstelle, zwischen den beiden Innen- und Außenverteidigern. Und du, der den Ball hat, spielst ihn dann da und dahin und so weiter. Das waren einstudierte Züge. Und damit haben sie die Bayern, die nun mal beste Mannschaft Deutschlands, besiegt. Aber so einen Spielzug, nur der Spielzug, ob der jetzt zum Erfolg führt oder nicht, habe ich bei uns noch nie gesehen, dass du das Gefühl hast, der eine macht was und der andere weiß, was der erste tut und weiß, wie er darauf reagieren muss. Bei uns ist alles Glück, dass du da vielleicht mal einen Gedankenblitz hat oder dass Thielmann irgendwie einen abgefälschten Schuss im Tor unterbringt oder halt Standardstärke. Aber so ein richtiges Tor, das einem Plan entspringt, habe ich bei uns ja vielleicht gegen Hoffenheim am ersten Spieltag gesehen und dann auch nicht mehr. Also was mir massiv in den letzten Wochen aufgefallen ist, und ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, dass sich bei uns auch keiner bewegt. Achtet mal bitte auf Einwürfe. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die sich so wenig beim eigenen Einwurf bewegt. Da hat der Spieler, der den Ball hat, guckt und alle stehen. Und wenn bewegt sich einer, und das ist so durchschaubar wie weiß sonst nicht was, weil wenn sich einer bewegt, ja, was machst du denn als Gegenspieler? Kannst du den ja doppeln? Und genau das passiert. Ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir schon nach eigenen Einwürfen gefangen haben. Ja, und das ist nicht nur, das sind auch nicht nur die Einwürfe, das ist der ganze Spielaufbau. Wenn Timo Horn oder die Defensive den Ball hat, das ist nicht so, dass da irgendwie die Außen sich freilaufen und ein Sechser angelaufen kommt. Nein, du hast keine Spiel, das bleiben auf einmal alle stehen, es traben alle nur noch rum. Und das ist für den Gegenspieler natürlich super einfach. Du stellst dich einfach vor denen und der Passweg ist zu. Und wenn du dann noch so wie Freiburg mit zwei, drei Leuten anrennst, dann siehst du schon diese Panik in den Köpfen von Schmitz, Bornau und Meré und wer war der andere außen? Hector. Gestern Hector, ja. Und du siehst einfach diese Panik schon. Du siehst diesen typischen 1. FC Köln-Panikmodus. Und dann kommen noch so Anspiel auf Timo Horn, der jetzt ja nun mal auch nicht das Fußballspielen als Torhüter erfunden hat. Und du weißt einfach, das ist zum Scheitern verurteilt, was wir hier spielen. Ja, vor allem, die stehen ja nicht nur rum bei Einwürfen, die stehen auch noch gezielt im Deckungsschatten des Gegners, damit der Gegner gar nicht ansteigen muss, den Ball zu kriegen. Ja. Das ist wirklich so, das machst du, wenn du überhaupt kein Selbstvertrauen hast. Dann versteckst du dich, um bloß nicht den Ball zu kriegen. Ja, und da muss man halt auch sagen,
was will man da groß tun, dass es besser wird? Ne? Also da kannst du doch eigentlich jetzt nur versuchen, irgendwie eine neue Ansprache zu finden, die den Jungs sowieso, ohne dass man jetzt die Mannschaft an sich im Winter austauschen könnte, so ein neues Selbstvertrauen einzupusten irgendwie, einzublasen. Und da käme ich auch zu meinem nächsten Punkt auf der Gesprächsordnung hier. Mein Eindruck ist, das habe ich gerade aus deinem Statement, Marco, auch so ein bisschen rausgehört, mein Eindruck in meiner Twitter-Bubble ist es, dass sich jetzt die Stimmung gerade sehr gegen Markus Gisdol dreht. Dass das jetzt so die eine Niederlage zu viel war und auch die Art und Weise, wie sie zustande kam. Ich habe jetzt so oft gelesen, Gisdol raus, was ich in der Form vorher halt nie so groß gelesen hatte in der Vergangenheit. Also nicht in dieser Heftigkeit. Und da würde mich auch mal eure Einschätzung interessieren. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich der Wind gerade dreht gegen Herrn Gisdol? Also ich fange einfach mal an. Also bei mir ist es de facto wirklich so. Ich war auch hier im Podcast immer einer, der gesagt hat, nee, ich sehe einfach keine Alternative zu Markus Gisdol. Und mittlerweile denke ich mir so, es ist mir schon fast egal, wer da kommt. Hauptsache, es kommt jemand anders, weil ich habe irgendwie aktuell nicht so das Gefühl, dass wir da jetzt mit Markus Gisdol den riesen Turnaround schaffen, weil ich habe auch das Gefühl, als ob, also das, was ich vorher nämlich gesehen habe, dass die Mannschaft irgendwie mitzieht. Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe keinen anderen, also ich, ob jetzt nur mit Modest oder ohne spielst, aber nichtsdestotrotz können auch die, ich sag mal, Außenspieler oder der zentraloffensive Manduda anrennen. Das hat es alles gegen Freiburg nicht gegeben. Die konnten in aller Ruhe ihr Spiel aufbauen. Und wenn das Spielsystem war, den Freiburger den Ball zu geben und den mal machen zu lassen, und ich sag mal, maximal ab Mittellinie die anzugreifen und dann nur so provisorisch, das ist mir zu wenig. Das ist mir einfach zu wenig. Und ich glaube auch, dass sich aktuell so ein bisschen der Wind dreht. Und ich glaube sogar, dass aktuell der FC Glück hat, dass die Fans nicht im Stadion sind, weil ich glaube, das, was da von der Südkurve kommen würde, wäre jetzt nicht das Schönste. Das ist auch genau die These, die uns unser Hörer Moritz geschrieben hat. Ja. Der hat auch geschrieben, mit Zuschauern wäre Gisdol schon weg. Aber auch mit Zuschauern wäre vielleicht die Situation nicht so lullig gerade, dass sich alle so ein bisschen in den Abgrund schaukeln und so leblos dahin vegetieren. Sondern da wäre vielleicht ein bisschen mehr Feuer in der ganzen Situation und die Dringlichkeit würde irgendwie deutlicher werden. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil schlicht und ergreifend alle Mannschaften ohne Publikum spielen, nicht nur der erste FC Köln. Und die meisten kommen damit einfach besser klar. Und bis zum Wochenende war da eigentlich nur Schalke, was ähnlich agiert hat wie wir. Wir dürfen eins nicht vergessen, nach dieser fast schon unerklärlichen Positivserie von 8 gewonnenen Spielen in 10 Spieltagen, hat dieser Verein seit Beginn der Pandemie, ich weiß nicht, wie viele Spiele gemacht, muss man echt mal nachzählen, aber er hat in dieser Zeit ganze 2 Spiele gewonnen. Das war das Spiel in Dortmund und das Spiel in Mainz. Kein Heimspiel mehr gewonnen. Hat ganz wenige Tore nur geschossen, hat dafür aber deutlich mehr kassiert, hat wirklich eine der schlechtesten Serien, wenn Schalke jetzt nicht da gewesen wäre, der aktuellen oder letzten 5 Jahre hingeliefert. Das ist nicht nur, weil Markus Gisdol ein toller Trainer ist, sondern ganz einfach, weil er als Trainer eben das darstellt, was er zuvor auch 2 Jahre lang war. Nicht gefragt. Er war 2 Jahre lang arbeitslos, das wollen wir mal nicht vergessen. Er hat vorher seine Meriten halt verdient bei Vereinen wie Hoffenheim und später beim HSV, hat sie kurzfristig retten können, hat anschließend dann mehr oder weniger nicht so performen können und ist dann irgendwann bei seinen Vereinen dann vorzeitig entlassen worden. So. Und man hat jetzt immer wieder gesagt, ja, er hätte ja eine tolle Arbeit abgeliefert, hat er auch. Dafür hat er auch einen ordentlichen Bonus kassiert. Den hat er sich auch verdient, auch wenn das Ende der letzten Saison, vor allem seit Beginn der Pandemie, natürlich wirklich schon furchtbar war, schlimm war. Wir haben ganz schlimmen Fußball gezeigt bekommen mit dem absoluten Negativhöhepunkt mit dem Spiel in Bremen, das eben schon erwähnt. Für mich auch nie ordentlich aufgearbeitet. Anschließend wurde erstmal der Vertrag mit Horst Held verlängert, kurz danach der mit dem Trainer. Und ansonsten ist das Spiel in meinen Augen null aufgearbeitet worden. Es hätte dringend passieren müssen. Das war ehrlos, das war würdelos. Das hätte man niemals durchgehen lassen dürfen. Hallo Vorstand, wo bist du? Werd mal wach. Weiß nicht, ob die irgendwie noch im Wachkoma sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie nicht da. So, und dann kommt die neue Saison. Horst Held erklärt dann auch, alle Spiele sozusagen, die jetzt kommen, gehören nicht zu der Niederlagenserie im Vorjahr.
klar, hat er recht, punktetechnisch gesehen, aber von der Entwicklung her muss man ja schon sehen, dass dieser Verein einfach nicht weitergekommen ist unter diesem Trainer. Und dann im Prinzip war er ja schon weg. Ja? Also hätte der in Dortmund nicht gewonnen. Und man hat ja gedacht, in Dortmund kriegen wir eine 5-0-Klatsche. Also so ähnlich wie jetzt am Wochenende. Dann wäre er schon längst weg gewesen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber erinnert euch noch an das Spiel. In der 4. Minute rennt Jadon Sancho alleine auf Timo Horn, setzt den Ball an die Latte oder knapp drüber. Ich werde es nie beweisen können. Wäre der damals reingegangen, hätten wir das Spiel locker 5-6-0 verloren. Ja, dann wäre das ein Freiburg-Spiel geworden. Absolut, ja. Bin ich ganz bei dir. Weil wenn der FC einmal hinten liegt und dann auch bei so einem absolut starken Gegner, das wäre nicht gut gegangen. Und Gott sei Dank ist es damals gut gegangen. Das ist auch so ein bisschen meine These, jetzt auch mal ganz in Ernst. Beim FC ist das teilweise wirklich auch Glück. Also so ein bisschen Glücksspiel. Nicht nur beim FC, auch bei manchen anderen Mannschaften. Da sind ja auch viele Mannschaften, die ungefähr auf einem Level sind. Und da entscheiden manchmal ganze so Kleinigkeiten. Gehst du früh in Führung? Hast du die ersten Torchancen? Holst dir Selbstbewusstsein? Was weiß ich. Beim FC scheint das auch so zu sein. Das war ja dann auch wirklich so, dass Dortmund dann auf einmal funktioniert hat und die Mannschaft sich in einen, ich nenne es mal Abwehrrausch gespielt hat und auch wirklich gut gespielt hat, Glück hatte bei diesen Ecken, das waren ja reine Glückstore, brauchen wir nicht drüber reden, aber die Mannschaft hat sich das nachher über den Kampf und über die Leidenschaft verdient, die sie aber im Prinzip erst durch das Spiel bekommen hat, dieses Selbstbewusstsein. Und das braucht die jedes Mal neu. Also die kann sich jetzt nicht hingehen und sagen, so, wir spielen jetzt öfter so, wie wir gegen Dortmund gespielt haben. Ansatzweise haben sie das im nächsten Spiel gegen Wolfsburg gemacht und auch in Mainz dann, und zwei schlechte Mannschaften, waren sie die etwas leicht bessere. Aber sie haben gewonnen. Und das war dieser kleine Rückenwind, den haben sie noch aus Dortmund mitgenommen. Aber das hält bei denen nie lange an. Das hält einfach nicht lange an. Und man sieht es ja schon, im neuen Jahr geht es dann los mit Augsburg. Du spielst schlecht, der Gegner spielt auch nicht überragend, verlierst natürlich, weil du gegen Augsburg immer durch irgendein Murmeltor verlierst. So war es jetzt auch wieder. Es war ja nicht ganz so schlimm. Ich meine, wir fanden es vor einer Woche schlimm. Aber da wurde uns ja auch wieder von Markus Gisdol erzählt, um jetzt wieder zum Trainer hinzukommen, dass das eigentlich ein gutes Spiel war von seiner Mannschaft. Da habe ich mir dann auch gedacht, was raucht der Mann abends unter der Bettdecke? Ne? Das kann doch nicht wahr sein, das war doch kein gutes Spiel. So, er hatte nicht Unrecht mit der Tatsache, dass das Spiel durchaus umkämpft war. Aber wenn eine Mannschaft reifer gewirkt hat, dann war es definitiv Augsburg. Ja, und dann kommt eine Woche später dieser totale Offenbarungseid. Und jetzt komme ich zum Schluss der Thematik. Ich glaube nicht, dass Markus Gisdol noch eine große, lange Zukunft beim 1. FC Köln haben wird. Ich habe ihm auch lange noch die Stange gehalten, so nach dem Motto, was soll ein Trainer wegzubringen? Wen willst du denn holen? Es ist doch nichts auf dem Markt oder die Namen, die teilweise auf dem Markt sind, wenn wir jetzt mal Favre außen vor lassen, den wir im Leben nicht kriegen werden. Die restlichen Namen, die jagen einem ja mehr Angst als Zuversicht ein. Also, und vor allen Dingen, wenn ich schon bedenke, dass Horst Held und Alex Werde den Trainer aussuchen, dann wird mir dann auch nicht dazu sagen. Ja, also zu diesem, das ist nichts auf dem Markt, habe ich eine andere Meinung. Habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde, es ist dann nichts auf dem Markt, wenn man immer in dieser selben Suppe rumrührt, klar. Also wir alle sind jetzt da vielleicht der Meinung, oder zumindest Marco und ich sind der Meinung, dass Horst Held jetzt nicht das allergrößte Adressbuch hat, was Trainer angeht. Aber, also, wenn man sich mal traut, so ein bisschen out of the box zu denken, also über die Tellerkante hinaus zu blicken, wer von euch hätte denn vorher zum Beispiel einen Urs Fischer auf dem Plan gehabt? Oder ein Materazzi von Stuttgart. Und die haben beide 11 bis 14 Punkte mehr als wir. Ne? So Leute gibt's. Natürlich musst du den finden und der muss auch zu Köln passen. Aber ich sag mal so, auch ein Peter Stöger war ja vorher keiner der üblichen Verdächtigen. Der war ja nicht einer von diesen Breitenreiter, Gisdol, Taifun Korkut-Leuten, sondern auch so ein bisschen um die Ecke gedacht. Da habe ich ganz kurz unterbrechen, weil da hake ich einfach nur mal kurz ein und sag dir mal zwei Experimente, die der FC aber gemacht hat in jüngster Vergangenheit. Das waren Markus Anfang und Achim Beierlorzer. Das waren ähnliche Experimente. Sowas geht beim FC eigentlich ausnahmsweise reihenweise schief. Bei den anderen scheint es zu klappen. Ja, aber jetzt mal, pass auf, aber jetzt mal wirklich. Also Markus, also das, wie soll ich das jetzt sagen, ohne justiziabel nachher hier irgendwie. Also das Markus Anfang jetzt vielleicht nicht der nächste Welttrainer sein wird. Ja, das hätten wir dafür, aber ist das jetzt nicht gerade so ein bisschen Rückblickswissen?
Also ich finde, auf dem Papier, jetzt bevor er hier war, hat doch der Transfer oder das Verpflichten von Markus Anfang Sinn ergeben. Ja, Moment, ganz kurz. Ja. Der hatte damals Erfolg mit Kiel, ne, und hat da wirklich auch guten, ansprechenden Fußball gespielt mit einem klar erkennbaren System. Kommt aus dem Rheinland, Kölner Wurzeln, ne, hat vielleicht auf der falschen Seite vom Rhein mal gespielt, okay, aber ist zumindest Rheinländer. Das heißt, also auf dem Papier machte das doch damals eigentlich sogar Sinn, oder? Man hat halt vielleicht nicht genug auf seine Persönlichkeit geachtet und hat ihm zu viele Wünsche. Genau, klar. Genau, das ist das. Ja, aber genau das ist das, ja. Ja, aber ich sag mal jetzt mal vorsichtig, ich meine jetzt Breitenreiter und Bayer Lorzer und auch Anfang haben beides mit, ich sag mal, No-Name-Teams so semi-gut gespielt. Also die haben ja jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen. Also Kiel hat einen ansprechenden Fußball gespielt, aber halt für ihre Verhältnisse. Und wenn du da mal hingeguckt hättest, wie Markus Anfang wirklich ist, und ich sag jetzt mal vorsichtig, die Offiziellen unterhalten sich ja mit den Leuten. Seid mir nicht böse. Also entweder kann sich Markus Anfang wunderbar verstellen, oder aber die Leute, die Markus Anfang geholt haben, haben halt einfach null Plan. Weil wenn der nur ansatzweise sowas gesagt hat, wie nachher bei uns in den Pressekonferenzen, ja, sorry, aber dann hätte ich doch gesagt, hör mal, das ist ein Dampfplauderer. Ja, aber ja, ich wollte jetzt das auch nur als Beispiel nennen, dass der FC das durchaus schon mal gemacht hat. Und ich bin übrigens auch der Meinung, dass es auch nicht völlig unberechtigt war, das mal zu versuchen. Das habe ich ja damit nicht sagen wollen. Ich wollte nur sagen, dass es beim FC nicht funktioniert hat. Das war halt der Punkt. Und deswegen vielleicht denke da ist, wir nehmen lieber jemanden, der sich schon bewiesen hat. Das wollte ich damit sagen, nachdem man zweimal mehr oder weniger damit Schiffbruch erlitten hatte, mit diesen, ich nenne es mal, Experimenten. Mhm. Ja, wobei beim FC hat ja außer Peter Stöger alles Schiffbruch erlitten jetzt in den letzten 20 Jahren. Ne? Also Experimente, alteingesessene Trainerfüchse, hat ja alles kaum funktioniert. Das ist richtig, ohne Zweifel. Also übrigens rennst du bei mir da offene Türen ein. Ich hätte gerne so jemanden, der vielleicht noch nicht verbraucht ist, wo man einfach weiß, der hat vielleicht eine spannende Vita in der dritten Liga und so weiter. Also das wäre durchaus angemessen, das mal zu probieren. Allerdings, eben weil das schon so oft schiefgegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC das riskiert, weil natürlich auch die Leute, die das aussuchen, daran gemessen werden, natürlich Sorge um ihren Posten haben. Zu Recht natürlich auch, ne? Vor allen Dingen, wenn man schon so oft daneben gelegen hat. Und von daher halte ich dieses Experiment, leider muss ich fast schon sagen, je nachdem, welcher Name es ist, beim FC, dass die das nicht machen. Also das wäre jetzt mein Tipp. Ich kann aber auch daneben liegen, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht muss der FC sogar ein Experiment machen, weil wir sowieso finanziell gesehen dermaßen am Fliegenfänger hängen, wie man so hört, dass du im Prinzip nachher wirklich die ganz kleine Lösung nehmen musst, was ja nicht schlecht sein muss. Nee, das Problem, das ich aber auch sehe, man hat ja Gisdol jetzt noch so eine, ich sag mal, eine Gnadenfrist oder auch ein Endspiel gegeben, gegen Hertha am Wochenende. Angenommen, das würde jetzt ähnlich aussehen wie zum Beispiel Hertha damals in der Bayer-Lorzer Zeit, ne? Also auch wieder so ein 3-4-5-0, dann kannst du danach eigentlich gar nicht handeln. Denn wenn du jetzt nicht sagst, okay, wir lassen das erstmal jetzt für zwei Spiele noch Pavlak und Schmid machen, danach kommen ja Schalke, ein enorm wichtiges Spiel, Hoffenheim und Bielefeld. Also im Endeffekt drei Spiele, wo du fast schon jetzt 4-7 Punkte rausholen musst, wenn das gegen Hertha in die Binsen geht. Du kannst aber vor dem Schalke-Spiel keinen neuen Trainer holen. Weil A braucht ja zwei negative Corona-Tests. Da hat es ja bei Schalke damals die Verpflichtung von Christian Groß auch schon so lange gescheitert. Und B ist das Spiel unter der Woche. Ist eine englische Woche. Das heißt, wir spielen mittwochs gegen Schalke. Wenn du da jetzt irgendeinen neuen hinsetzt und dem direkt dieses Endspiel da aufbürdest, das kann ja nur schiefgehen nach zwei Trainingseinheiten. Da muss der wenn irgend so einen Wunderheiler finden, der da einmal mit Hand auflegen direkt großen Erfolg hat. Also du hast dich jetzt in eine Situation manövriert, wo du mindestens noch die Spiele gegen Schalke und gegen Hoffenheim mit Gisdol durchziehen musst, bevor du ihn realistisch entlassen kannst. Und dann könnte das Kind halt schon tief in den Brunnen gefallen sein, wenn du gegen die beiden Mannschaften auch noch verkackst. Ja, ich glaube auch nicht, dass der so schnell entlassen wird. Da müsste im Prinzip, weil Horst Held hat ja auch gesagt, also man müsste im Prinzip noch mal so schlecht spielen. Ich meine, wenn ich einem Verein das zutraue, dann so. Aber nein, hat er ja wirklich gesagt. Ne? Also, wenn das jetzt
ich behaupte mal, wenn der FC jetzt nur so 1-2, 1-3 verliert gegen einen qualitativ besseren Gegner, das ist die Hertha trotz ihrer eigenen Probleme ja auf jeden Fall, dann wird es hinterher wieder heißen, die Mannschaft hat sich gut verkauft, Timo hat uns lange im Spiel gehalten, der Fehler war kein Fehler und die anderen beiden Tore waren Pech, der ist ausgerutscht, am Ende waren wir nochmal, sind wir nochmal aufgekommen, hatten nochmal eine Ecke und der Ball ging knapp vorbei. Ihr kennt das doch. Die Elfmeterentscheidung war sehr hart. Ja, die Elfmeterentscheidung war hart, die rote Karte auch, ne? Und ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist das Gewäsch, was wir uns jedes Mal anhören müssen. Und das nervt dermaßen. Aber deswegen glaube ich zum Beispiel nicht, dass wir nächste Woche, wir werden sicher eine Reaktion zeigen. Ob das sich auf das Ergebnis positiv auswirkt, ist eine andere Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft besser aussieht als gegen Freiburg. Mhm. Was eigentlich aber auch nicht alles so schwer sein kann. Nee. Also alleine, was dir halt nie passieren darf als Mannschaft, egal wie schlecht dein Tag ist, dass du 5 Kilometer weniger läufst als dein Gegner. Ich meine, du liegst in Rückstand. Das heißt, du musst mehr tun, bis es 3-0 steht oder so. Dann ist es halt vielleicht gelaufen. Aber du musst mehr tun. Und dann generiert deine Gegnermannschaft 5 Kilometer mehr Laufleistung als du, obwohl die 4-0, 5-0, zwischendurch mal 3-0 führen und eigentlich auslaufen lassen könnten. Ja. Ich habe gesucht und es leider nicht gefunden, ob es die Laufleistung von Einzelspielern irgendwo gibt. Aber die gibt es scheinbar nur, wenn man da so Datenpakete kauft. Ich kann also nicht sagen, wo die Spieler sind, die so wenig laufen. Aber Elias Skiri ist von allen Spielern auf dem Platz am meisten gelaufen. Das heißt, Skiri alleine 12,5 Kilometer und die anderen anscheinend alle dann irgendwie 3-4 Kilometer weniger als er. Und ich habe eine Statistik gefunden im Kicker von Montag. Unser Freund Anthony Modest, da stand leider nicht, wie viele Kilometer er gelaufen ist, aber er ist nur 1 Kilometer mehr gelaufen als Timo Horn, der Torwart. Ja. Ja. Und das ist bezeichnend, wenn Timo Horn nicht irgendwie 12 Kilometer gelaufen sein sollte, was ich nicht glaube. Da gehe ich nicht von aus. Ne? Nee. Ah, die Torhüter laufen generell recht viel. Man denkt ja immer, wie kommen die auf 6-7 Kilometer? Aber das ist teilweise so. Ja. Nein, bei Modest, also das ist ja sowieso ein Sonderfall. Also ich meine, da könntest du erstmal über die Verpflichtung allgemein nachdenken. Also okay, die Verpflichtung fand ich immer richtig damals, aber den 10-Jahres-Vertrag nicht. Und vor allem nicht zu den Konditionen. 5+5 Jahre, also 5 Jahre Stürmer, 5 Jahre Stürmer-Trainer zu einem exorbitanten Betrag. So, und dann funktioniert er nicht mehr so wie vorher. Hat in China viel Substanz gelassen, er ist älter geworden, kommt noch dazu und dann ewig lang nicht gespielt und dann seitdem auch öfter verletzt gewesen. Und also es ist ja wirklich nur noch ein Schatten früherer Tage und das ist ein sehr teurer Schatten, den wir da haben. Und das ist wirklich, wirklich dramatisch. Ich hätte nie gedacht, dass der sich so schlecht entwickelt. Andererseits ist er aber auch mit die ärmste Sau da vorne, weil ich meine, von wem sollen denn da Vorlagen kommen? Also es kommt ja wirklich nicht eine Flanke an. Mhm. Und wenn überhaupt mal eine Flanke geschlagen wird, kommt sie nicht an. Und das ist dramatisch. Also auch der Andersson, als der noch gespielt hat, der hat mir total leid getan, weil das ist so ein Stürmertypus, der braucht halt Flanken, den musst du füttern. Da musst du dauernd Standards produzieren, wie ich eben das Beispiel von Ingolstadt vor ein paar Jahren nannte. Dann kannst du mit so einem Spieler was werden. Du musst viele Ecken schlagen, du musst viele Freistöße von rechts, links reinschlagen. Dann hast du Möglichkeiten. Und Modest krankt halt auch daran, dass er so gut wie gar nichts kriegt. Ich meine, die paar Dinger, die er dann kriegt, sollte er dann tunlichst machen. Aber er ist halt nicht mehr der Modest, der vor 3 Jahren, 4 Jahren war. Das ist halt mittlerweile ein ganz anderer Spieler. Das ist traurig, vor allem wenn man bedenkt, was das für Kosten verursacht hat. Und der eben erwähnte Andersson, habe ich ja heute dann auch gelesen, wird ja wahrscheinlich, wenn es ganz blöd läuft, dann den Rest der Saison sogar ausfallen. Oder wenn dann erst ganz, ganz kurz vor Schluss wieder einsteigen, muss ja auch erstmal wieder richtig spielfit werden. Wenn du das jetzt mal rechnest, ne, ich meine, der FC hat ja gar nicht so wenig ausgegeben, 16, 17 Millionen. 10 Millionen alleine schon für Spieler wie eben Andersson und Linnios, der gar nicht spielt. Mhm. Das ist der Hammer, was wir ein Geld rausgepulvert haben und was wir dafür kriegen, nämlich eigentlich nichts. Null Gegenwert. Wenn du bedenkst, dass wir hätten anstatt Limnios und Tolu, wenn man die beiden sich gespart hätte, hätte man auch Marco Richter verpflichten können. Stammspieler bei Augsburg und auch schon mit irgendwie 7 Torbeteiligungen oder sowas in der Saison. Darf man nicht drüber nachdenken. Und Limnios nicht mehr im Kader. Ne? Tolu noch ohne Abschluss in der Bundesliga. Ja, ist schon beängstigend. Und
man muss auch ehrlicherweise sagen, die Wintertransferperiode hat vor 10 Tagen begonnen. Es wird nicht viel passieren. Es werden manchmal so Namen gerüchtet wie Bojacki, der früher bei Roter Stern Belgrad gespielt hat und gegen uns das Tor erzielt hat. Ein Spielertyp ähnlich wie John Cordoba. Aber natürlich auch mit gutem Gehalt ausgestattet, seit einem halben Jahr ohne Spielpraxis. Verletzungsanfällig, ne? Also glaube ich auch nicht so der Wunderstürmer, der dich jetzt irgendwie da aus dem Keller rausschießt. Ja, ich glaube, du musst da im Winter sehr, sehr kreativ werden. Oder habt ihr da betrachtet, genau den richtigen. Ne? Ja. Also ich habe ja wirklich Angst. Ich habe Angst davor, dass der überhaupt einen holt. Der soll es lassen, weil das Geld brauchen wir noch für diverse Abfindungen. Also wir haben kaum noch Geld und dann geht Horst Held einkaufen. Da habe ich Angst vor. Das will ich nicht haben. Das muss nicht sein. Es sei denn, es ist irgendwo ein totales Schnäppchen auf dem Markt und wir haben das große Glück, dass er, was weiß ich, eine Oma in Köln hat oder keine Ahnung. Also ich weiß, ich werde schon wieder ironisch, aber es ist halt wirklich so, dass ich momentan den Verantwortlichen beim 1. FC Köln in der Hinsicht einfach nichts Gutes zutraue. Leider. Ja. Seine Transfers finde ich gar nicht so schlecht. Also nicht alle durchgehen, klar. Limnios und Tolu haben wir gerade schon genannt als Negativbeispiele. Wolf und Duda zum Beispiel finde ich eine totale Bereicherung. Und so einen Wolf haben wir ja doch dann relativ einfach bekommen. Also da gab es jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir uns dagegen 10 andere Konkurrenten durchsetzen mussten. Ist aber schon eine Bereicherung für uns. Ich glaube, auf solche Geschäfte läuft es halt hinaus, dass du guckst, wer ist gerade unzufrieden und dir dann einen für möglichst geringes Gehalt ausleihst, weil vielleicht Glück hast, dass der Verein, der ihn abgibt, noch Teil des Gehalts übernimmt, weil es irgendein neureicher Scheichklub ist oder weiß der Geier was. Ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben, am Transfermarkt überhaupt irgendwas zu tun. Ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, jemanden natürlich zu finden, der, also Tirotte zum Beispiel in der 2. Liga, der macht Tor um Tor. Soll ein guter sein, habe ich gehört. Ne? Ja, hat der nicht auch Kölner Vergangenheit irgendwie? Der hat doch hier mal in der Jugend gespielt. Ich meine auch, der hätte mal im Pokal gespielt für uns. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein Deppenverein hat den abgegeben und sogar noch Geld draufgelegt und die Hamburger lachen sich heute noch tot. Wer war das nochmal? Ich glaube, ich habe ihn noch nie gehört, ja. Also, gut. Auch da wieder. Sorry, ich bin mittlerweile, ihr merkt das schon, ne? Ich hab den Kaffee auf, ich habe langsam einfach keinen Bock mehr auf den Verein. Weißt du, du reißt dir den Arsch auf dafür als Fan, du willst, dass dieser Verein gut spielt, versuchst ihn zu unterstützen. Bis seit 30 Jahren hörst du dir an, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld. Und dann gibst du ihnen Zeit und Geduld, dann steigen sie ab, okay, dann gibst du ihnen Zeit und Geduld, dann steigen sie wieder auf, dann steigen sie wieder ab, ne? Und dann singen wir uns noch das schöne Lied, weil wir so bescheuert sind, finden wir das alle lustig. Also irgendwann ist auch mal ein Punkt erreicht. Also ich habe jetzt 6 Abstiege miterlebt. Also das tue ich mir einfach nicht mehr an. Wenn die doch mal absteigen, dann steige ich erstmal aus. Dann wollen die erstmal sehen, wie sie klarkommen. Weil davon abgesehen haben ja alle mit Corona momentan sowieso alle ihre eigenen Probleme. Und dementsprechend ist ja auch eine gewisse Leere im Umfeld zu merken. Du spürst ja, dass die Fans da gar nicht mehr so hundertprozentig hinterstehen. Einerseits aufgrund der Distanz, die man sowieso schon hat. Andererseits natürlich aufgrund der wirklich grottenschlechten Leistungen, die da mittlerweile seit Urzeiten angeboten werden. Und es wiederholt sich immer wieder, immer wieder. Es kommt immer wieder dasselbe dabei rum. Du spielst immer nur gegen den Abstieg. Du kommst immer, irgendwann steigst du auch ab. Das ist ja mittlerweile schon fast eine logische Konsequenz. Das ist eine Kontinuität, wie ich eben schon sagte. Und dann musst du dich wieder aufbauen. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Da fängst du wieder an zu diskutieren. Vielleicht täte uns ein Neuaufbau in der 2. Liga gut. Habe ich heute irgendwo gelesen. Ey, ich will keinen Neuaufbau in der 2. Liga mehr. Das hat uns nie geholfen. Gegenteil, wir sind noch mehr pleite geworden, wir haben noch mehr Idioten verpflichtet, die einfach nichts können, die Leute verpflichten, die nichts können, weil zweiklassige Leute stellen drittklassige Leute ein. So läuft das beim 1. FC Köln schon seit über 20 Jahren. Ich kenne es gar nicht mehr anders. So, und dann kriegen wir solche Spiele geliefert und da muss ich mir vom Trainer nach anhören, dass die Mannschaft sich bemüht hätte. Er hat doch so den Arsch auf. Ja, also, das ist wirklich so. Ich lache auch nur, weil ich sonst weinen müsste. Ich meine, jetzt rein fußballbezogen. Nein, ich stimme dir in jedem einzelnen Wort zu. Aber das ist einfach, ich fühle mich dann auch verarscht. Dann seit Wochen, Monaten, dann diese Alibis, diese ständigen Alibis, diese ständigen Ausreden. Ja, uns fehlen die Fans so. Genau die Fans, die man ein halbes Jahr vorher noch vorgeworfen hat, dass sie eine zu hohe Erwartungshaltung haben. Die fehlen dann auf einmal. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Die sollen den Mund halten, die sollen Leistung abliefern.
Oder sollen es zumindest versuchen. Die kriegen von mir immer Applaus, die Spieler und auch die Verantwortlichen, wenn man sich wirklich ernsthaft, damit meine ich jetzt wirklich, richtig bemüht und sich alles dafür getan hat, wenn man dann schlechter ist als der Gegner, Herrschaftszeiten, dann war es eben so. Aber all diese Ausreden, all dieses, ich weiß doch, wie die alle hintenrum drauf sind, die lachen sich doch tot über uns Fans, dass wir den ganzen Wahnsinn auch noch bezahlen. Also, sorry, ich kann mit dem ganzen Scheiß ehrlich gesagt nicht mehr viel anfangen. Der ganze Profifußball geht mir auf den Sack und ganz besonders mein Verein, muss ich leider so sagen. Die gehen mir einfach wirklich total auf die Nerven. Ich kann das mittlerweile auch nicht mehr schönreden, gutheißen oder diplomatisch sein. Wenn ich jetzt gefragt werde, kriegt man alle von mir zu hören. Dieser Verein spielt gerade damit, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt, das müsst ihr nicht glauben. Ich weiß, ich bin in Communities drin, wo das genau so diskutiert wird. Was meinst du, wie viele nach Corona wiederkommen? Ob das Stadion dann immer ganz voll sein wird, dann bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn die so weitermachen, wenn die sich wenigstens mal ehrlich machen würden, hätte dieser Verein zum Beispiel irgendwann mal gemerkt, dass wenn ein neues Präsidium da ist, dass dann auch ein Neuanfang stattfinden muss. Was machen die Schnarchnasen? Sitzen da rum, schlafen regelrecht vor sich hin, es passiert gar nichts. Man hätte doch da mal einen Neuanfang starten können. Man hätte diesen Verein reformieren müssen. Das hat man sich übrigens gewünscht von Seiten der Mitgliedschaft, die die drei gewählt haben. Die erste Idee, die sie hatten, war, den Vertrag mit Armin Fee zu verlängern. Ja, glaubst du es denn? Also, und den wollten wir doch alle quitt werden. Ja. Und heute sagt jeder, was das für ein Depp war. Jeder. In den Medien sagt es auch jeder, komischerweise. Hat es aber damals keiner gesagt. Als ich es damals gesagt habe, oder naja, ich habe es ein bisschen anders formuliert, ne, dann ist aber anschließend was vom FC abgestraft, so nach dem Motto, da kommt jetzt keiner mehr zum Stammtisch. Ja, weil du mal zu kritisch warst. Ne? Aber wärt immer damals kritisch gewesen, dann wäre einiges anders gelaufen. Ja, also man muss im Rückblick sagen, Armin Fee ist der Totengräber dieses Vereins. Und ist ja, sich dessen noch nicht mal. Er ist zumindest in der jüngsten Vergangenheit natürlich einer der Hauptakt. Die aktuelle Situation ist für mich zum ganz, ganz großen Teil auf dem Mist gewachsen, den Armin Fee mit der Vertragssituation von den diversen Spielern hier geschaffen hat, die wir jetzt noch an der Backe haben. Zu erinnern. Ich weiß ganz genau, dass die den hätten halten können und die hätten vergrößern können, indem sie mit allem aufgefahren wären, was da ist. Ich meine, was hat dieser Verein denn noch an Gewicht außer seiner Tradition? Du kannst damals, war ja noch Toni Schumacher, da hättest du, weiß ich, mit allem Möglichen, mit dem Präsidenten, mit dem Trainer, jeder hat doch in Deutschland gewusst, was da für ein Riesentalent rumlief. Er meint, ein 50 bis 100 Millionen Euro Fehler, da kommt ich nicht drüber hinweg. Und jetzt tun sie alle so, als wenn das nichts passiert wäre, versuchen das immer läppisch wegzumoderieren, indem sie einfach sagen, ja, damit hatten wir doch nichts zu tun. Nein, hattet ihr doch. Hattet ihr wohl, ihr habt auch beteiligt. Aber der Hauptfehler war natürlich Armin Fee. Aber auch ein Gisdol hätte seinerzeit neben Thielmann auch einen Wirtz hochziehen können. Hat er nicht gemacht, ich weiß nicht warum. Man wusste doch damals schon, wie gut der Junge ist. Was hat man ihm angeboten? Einen Platz in der U19. Da hatte der keinen Bock drauf, nachdem Leverkusen schon bei ihm vor der Tür stand. Übrigens mit der kompletten Kapelle sind die aufgelaufen. Mit Simon Rolfes, mit Rudi Völler, mit dem Trainer Peter Bosch. Und haben gesagt, Junge, U19 im MFC oder Champions League bei Leverkusen. Also die Wahl wird ihm nicht so schwer gefallen sein. Ja, ne? Glaube ich wohl auch. Verständlich, ja. Und wir hätten sagen immer noch, wir hätten keine Chance gehabt. Da platzt mir doch alles. Da geht mir, also, nee, also, sorry, mit diesem Verein. Das ist, die spielen mit unserer Liebe. Dann erzählen sie uns immer, wir sollen spürbar anders sein. Da kriege ich ja sowieso schon einen Hals. Spürbar anders, was heißt das denn? Das ist doch nur ein scheiß Marketing-Spruch. Wir sind der erste FC Köln, wir wollen Fußball spielen. Wir wollen nicht nur ein Karnevalsverein sein und lustig sein und Folklore und Ach und Neo ist das schön. Deswegen bin ich nie ins Fußballstadion gegangen. Ich wollte den Verein Fußball spielen und wenn es geht, siegen sehen. Oder zumindest so spielen sehen, dass ich sagen kann, okay, da kann ich mit leben, da haben alles gegeben. Aber nö, Sommelsche geht, Date und Alaf, wenn es also lief, ne, kommen wir ja durch das Für. Also, ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen geladen. Ich glaube aber, du sprichst hier gerade sehr, sehr vielen Fans und Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts aus der Seele. Es sind auch genau meine Gefühle. Ich habe das schon mal gesagt hier irgendwann, ich kann mir im Moment gerade. Bitte, sorry. Ich liebe diesen Verein. Auch wenn es sich das jetzt vielleicht gerade nicht so anhören würde. Das ist nichts weiteres als enttäuschte Liebe. Ich liebe diesen Verein. Ich stehe für diesen Verein ein.
seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, über 50 Jahre mittlerweile. Ich habe den Verein in der Scheiße gesehen und habe trotzdem zu ihm gehalten. Und ich habe diesen Verein natürlich auch in den erfolgreichen Tagen gesehen. Das heißt bei mir übrigens tatsächlich Meisterschaft. Wir hatten das ja mal. Und aber was momentan sich hier rund um diesen Verein abspielt, ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn einer wie ich, der niemals einen anderen Verein bevorzugen würde, nie, nie, wenn, dann würde ich mich kommen, also wenn nicht mehr FC, dann gar nicht mehr Fußball. Aber wenn einer so redet wie ich, dann ist es 5 vor 12, weil ich bin nicht alleine. Ich wiederhole es nochmal. Ich weiß, dass viele aus der Community so denken und ich höre ja gerade von euch, dass es euch teilweise ähnlich geht. Es ist einfach 5 vor 12 und dieser Verein muss endlich mal merken, dass es anders laufen muss, dass sich was ändern muss, dass die Marketing-Heinis raus müssen, jedenfalls aus der Entscheiderebene, dass sportlich ein Konzept da sein muss. Sie können ja gerne anfangen, hier Jugendleute einzustellen oder Jugendspieler immer mehr hochzuziehen. Machen sie ja jetzt auch. Ist natürlich teilweise auch ein bisschen Kosmetik, um das Wirtsdesaster zuzuverbessern. Aber ist irgendwo, glaube ich, auch ernst gemeint. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie eh keine Kohle mehr haben. Dieser Verein muss sich ehrlich machen. Vor sich selbst. Muss endlich auch mal aufhören, sich selbst und vor allen Dingen seine Fans zu belügen. Weil das tut er laufend. Das ist kein Marketing, was die machen. Die lügen uns an. Punkt. Die lügen sich auch selbst was vor, die glauben das ja. Also jedenfalls zum Teil. Und das muss aufhören. So, und jetzt höre ich auch wirklich mal auf, jetzt habe ich genug, ich habe mich gerade um Kopf und Kragen geredet, weiß ich ja. Kein Problem, sind doch hier unter uns. Nein, aber also, ich bleibe dabei, dass du wahrscheinlich vielen aus der Seele geredet haben wirst. Ich weiß auch noch nicht, was ich tun werde, wenn die absteigen. Ich bin noch nicht an dem Punkt zu sagen, dass ich dann aufhöre und dann nicht mehr trotzdem hier bin, sondern deshalb weg bin. Und dann vielleicht einen Podcast über, keine Ahnung, Borussia Dortmund mache oder sowas. So weit bin ich noch nicht. Bei meinem Glück steigt der FC ab, Fans dürfen wieder ins Stadion und der HSV steigt auf und St. Pauli geht auch runter, damit ich wieder kein Heimspiel habe. Also Heimspiel in Anführungsstrichen, hier in Hamburg. Aber nee, ich weiß auch nicht, was ich tun werde. Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, was ich dann fühle. Unterm Strich glaube ich nicht, dass ich schon soweit bin, mich zu trennen vom Verein, also schon Schluss zu machen. Ich glaube, ich bin noch in der Phase, wo ich mir denke, ah, vielleicht kittet ja das Kind die Beziehung oder sowas. Wenn das Kind erstmal da ist, wird alles besser. Oder vielleicht wird der Stress auf der Arbeit nach, der ist dann wieder alles gut. Also ich kann aus berufenem Munde sagen, ein Kind rettet garantiert keine Beziehung, würde ich mal so behaupten. Aber also ich bin komplett beim Ralf. Ich sehe einfach und dann, weißt du, dann hörst du auf einmal, ja, uns fehlen die Fans so. Das sind aber die Fans, die ihr partout eigentlich die ganze Zeit immer nur torpediert. Und ich, also es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite hoffe ich, dass einfach das beim FC erhalten bleibt, was mich auch an den FC irgendwie bindet, nämlich dieses Nicht-Austauschbare. Und damit meine ich nicht hier, wir sind der FC und wir sind durch und für. Und das, was der Ralf genau gesagt hat, das trifft auf mich zu. Ich möchte den FC im Idealsten so erfolgreich sehen, wie ich sehen möchte. Ich habe kein Problem damit, auch mal abzusteigen in die zweite Liga. Das ist gar nicht, finde ich gar nicht so dramatisch schlimm. Aber ich möchte einfach sehen, dass da Spieler auf dem Platz stehen, die alles für diesen Verein geben. Und sich nicht, wie jetzt am Samstag, nach dem 3-0 demonstrativ ergeben. Das möchte ich nicht sehen. Und ich hoffe einfach, dass die aktuellen handelnden Personen sehen, dass genau nämlich das fehlt aktuell, was sie gefühlt immer so ein bisschen in den letzten Monaten vor Corona so ein bisschen vielleicht vernachlässigt haben, nämlich die Fans. Weil ich glaube nämlich, der FC lebt auch von dem Stadion. Ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus einige Spiele vielleicht anders gespielt hätten mit Fans. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass aktuell mit Fans ein anderer Wind in Müngersdorf wehen würde. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du nach so einem gegurkten 0-1 gegen Augsburg, da wären ja Pfiffe gekommen. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Du kriegst ja, die Spieler kriegen ja gar kein Feedback. Und wenn die dann halt noch intern so in Watte gepackt werden vom Trainerteam, ja, dann fehlt da einfach was. Und ich bin einfach nur aktuell sehr, sehr frustriert, weil ich genau das sehe, wo wir vor 3 Jahren waren.
wir sind auf dem besten Wege, wieder abzusteigen. Und ich habe heute auf der Arbeit schon gewettet, dass wir in zwei Spieltagen, nach zwei Spieltagen hinter Schalke liegen. Kann sein. Und also ich sehe aktuell, und das, und was auch noch sehr schlimm ist, ich sehe aktuell nicht, wie wir aus dieser Misere rauskommen, spielerisch. Da hast du jetzt schon ein gutes Stichwort geliefert. Ich würde jetzt hier on air mal eine Prognose machen, an der ich mich dann gerne nächste Folge messen lasse. Ich habe eine Prognose, was Markus Gisdol gegen Hertha BSC tun wird. Und zwar wird er den nächsten Youngster reinschmeißen. Das tut nämlich Gisdol immer, wenn ihm das Wasser bis zum Halse steht. Das hat er damals gegen Leverkusen gemacht mit Katterbach und Jakobs und Thielmann. Das hat er gegen Borussia Dortmund gemacht mit Savard Cestic. Und jetzt werden wir wahrscheinlich dann gegen Hertha BSC das Debüt von Tim Lamperde sehen. Vielleicht kommt Cestic zurück, vielleicht darf auch Marvin Obutz ganz überraschend dran. Ja, und das, glaube ich, wird am Wochenende passieren. Durchaus möglich. Also ja. Mit der Maßnahme ist er ja eigentlich auch in Dortmund gut gefahren. Natürlich letztes Jahr Leverkusen, das Spiel, was wir gewonnen hatten. Also das ist halte ich nicht für ausgeschlossen. Immer wenn es eng wird, greift er gerne auf diesen, wie soll ich das nennen, Trick, will ich das gar nicht nennen, diesen Schachzug zurück. Ob das immer klappt, ist halt auch die Frage. Aber ich halte es für, also sagen wir mal so, ich stütze deine These. Ja, ich gehe davon auch aus, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, Ante Modest tat mir gegen Freiburg schon ein bisschen leid, weil auch da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstehe nicht, wie man sich so wenig bewegen kann, weil das ist immer noch ein Bewegungssport. Also ich meine, wenn ich da stehen würde, würde ich mich wahrscheinlich genauso bewegen, aber ich verdiene halt nicht, weiß ich nicht, wie viele Millionen Euro dafür. Und ich habe aber auch keinen Anspiel auf Anthony Modest gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal im 16er den Ball hatte. Nee, aber anlaufen, den Gegner kann er trotzdem, ob er den Ball hat oder das nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Aber das hat Anthony Modest bis auf ganz wenige Ausnahmen auch in seiner besten Zeit nicht getan, ne? Ja, aber das muss er jetzt halt tun, anders geht das nicht. Genau, das ist das. Und dann muss man, also das Problem ist halt einfach, du hast außer Anthony Modest keinen. Und das ist wiederum ein Ding, das kann man Horst Held natürlich wunderbar vorwerfen und sagen, pass mal auf, Freund, das ist deine Baustelle. Also, dass Tolo jetzt kein Spieler ist, der in seiner ersten Bundesliga-Saison 12 Tore macht, sorry, das Show an Sherlock, das hätte man wissen können. Ja, ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, dass der Özcan den Anderson da im Training umbolzt und der danach direkt eine ganze Saison ausfällt. Da kann er nicht voraussehen, aber selbst mit Anderson wäre die Personaldecke zu dünn gewesen im Sturm, weil du auch dreimal den gleichen Stürmertyp hast, haben wir ja schon ganz oft hier besprochen. Du hättest dich noch um irgendeinen spielenden Stürmer kümmern müssen. Ich sag mal, Spielertyp wie Mateusz Kunja, Spielertyp wie André Silva, so einen, ne? Oder halt mal gut. Aber haben wir nicht getan, war vielleicht auch keine Kohle mehr für da. Nur wir haben gerade schon gesagt, die Kohle ist halt in Leute wie Limnios und Tolu geflossen, die im Kader keine Rolle spielen. Ja, also das Geld ist jetzt nicht komplett nicht da gewesen. Das Geld wurde einfach nur anders investiert. Und das muss sich Horst Held vorwerfen lassen. Ja, zu Recht. Absolut. Warte mal, am Ende des Tages, weil wir gerade bei Horst Held sind, wird er ja abgerechnet und ja, dann wird er sich dann dem stellen müssen, ohne Zweifel. Und genau. Aber wo wir gerade schon über das Arbeit, aber nur gut. Wo wir gerade schon über das Spiel gegen Hertha BSC reden, das ja jetzt am Samstag ansteht, ja schon so eine Art Schicksalsspiel ist. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hier keine Kosten und keine Mühen gescheut und haben für euch ein wenig Scouting betrieben. Wir haben nämlich mal ein bisschen beim Feind nachgefragt, wie Hertha gerade so drauf ist und wie es bei denen so läuft. Und da sagt euch jetzt der Marco ein paar Sätze zu, was jetzt passieren wird. Richtig. Wir haben von Hertha FM, die Hertha-Spieler ja übertragen, den Thomas Reckermann mal angeschrieben. Der hat uns ja damals schon zu André Duda eine Einschätzung gegeben und möchte mal ein bisschen was zur Hertha aktuell sagen und einen Ausblick auf das Spiel gegen den FC geben. Hertha BSC in der Saison 2021 ist vor allen Dingen eins nicht konstant. Guten oder zumindest in Ansätzen guten Spielen folgen Pleiten.
oder große Enttäuschungen. Also immer, wenn du so den Eindruck hast, jetzt haben sie es verstanden, dann kommt so ein neues Ding wie jetzt gegen Bielefeld. Wir gucken aber mal ein bisschen zurück. Ein Punkt in Leverkusen, da war sogar mehr drin. Ein Sieg im Derby gegen Union, ein Punkt in Gladbach, auch da wäre mehr drin gewesen. Du hast den Eindruck, jetzt ist die Mannschaft dran. Und dann spielen sie zu Hause ein blutleeres Spiel 0-0 gegen Mainz 05. Fahren eine Woche später nach Freiburg, wo du denkst, jetzt kommt eine Reaktion und verlieren da mit 1-4. Dann Jahresbeginn, ein 3-0 gegen Gelsenkirchen, als alle hier in Berlin schon dachten, oh Gott, wir werden die Deppen sein, die gegen die verlieren. Nein, hat geklappt, hat gut geklappt, sie haben viele Chancen gehabt, sie hätten deutlicher sogar gewinnen können, 5 oder 6 Tore machen können, aber dann nach Bielefeld gefahren und 1-0 verloren, ohne Esprit, ohne einen klar ersichtlichen Spielplan, kaum Chancen, eine 1 einzige große Enttäuschung. Und jetzt gegen den FC, tja, beide stehen da mit dem Rücken zur Wand und das ist so ein Kopfspiel am Ende. 2 Siege am Stück übrigens hatte Hertha noch nie, aber 2 Niederlagen am Stück, zuletzt im Oktober, da waren es dann zwar gleich 4, aber seitdem ist die Mannschaft zumindest in so einem Wellental. Sie verlieren nicht 2-mal hintereinander, das vergrößert jetzt die Chancen der Kölner nicht. Der Kader ist neu, wenn man fragt, woran liegt das eigentlich? Ganz viele Veränderungen, viele gestandene Leute haben den Verein verlassen, viele neue sind dazugekommen in der Winterpause, zuletzt in der Sommerpause dann und Trainer Bruno Labbadia wird nicht müde zu sagen, wir brauchen Zeit, gebt der Mannschaft Geduld. Und das hat die Mannschaft eigentlich aus Berlin auch meistens bekommen. Ach, dieses Spiel in Bielefeld war allerdings der erste Nagel, der da sagt, diese Geduld ist langsam aufgebraucht. Ihr seid am 15. Spieltag. Die Mannschaft ist nicht in Europa unterwegs, ist im DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden. Ihr habt keine Doppelbelastung. Wo ist eigentlich euer Problem? Die Schnittstellen zum FC, na klar, John Córdoba. Und der war so sofort ein echter Aktivspieler. In den ersten 6 Spielen mit ihm hatte die Hertha mehr als 10 Torchancen jeweils. In den Spielen ohne ihn, weil er sich verletzt hatte, weniger als 7. Also er ist schon ein echter Spieler, der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Gegen Gelsenkirchen war er dann nach Verletzung endlich wieder dabei. Und das Ergebnis wieder. Viele Chancen, auch durch John Córdoba. Er hat ein Tor geschossen. Also der hilft der Mannschaft ganz enorm. Ihr wisst selbst, wie er spielt. Also als Wandspieler, den Ball annehmen, abtropfen lassen. Da brauchst du Partner zu. Die hat er natürlich da vorne mit Mateusz Kunja. Der hat in Bielefeld gefehlt. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ach, wenn der möglicherweise dabei ist, läuft das Spiel schon wieder anders. Bielefeld, 2 schwache Abschlüsse von John Córdoba, sonst war nichts, aber er bekam auch nichts und deswegen war es natürlich für ihn schwierig. Mehr Gefahr hat der Joker ausgestrahlt, der Joker, das ist Christoph Piontek, der hat schon auch seine 4 Tore gemacht und die immer von der Bank aus und in Berlin hoffen natürlich alle darauf, dass Mateusz Kunja zurückkommt, hat Leistenprobleme. Wie lange das dauert, weiß man nicht genau. Aber mit ihm ist es deutlich besser. Er ist ein Unterschiedsspieler, der klar herausragt aus der Mannschaft. Genauso wie ein Matteo Guendouzi, der junge Franzose, der auf der 6 oder der 8 spielt. Im Zusammenspiel mit Kunja macht das viel, viel Spaß mit den beiden. Wenn der eine aber fehlt, der Brasilianer, na, dann hat auch Guendouzi nicht so viele Anspielmöglichkeiten. Auswärts sind sie stärker als zu Hause, die Herthaner? Ach halt, ich glaube, das muss ich korrigieren. Wie war das in Bielefeld? 0-1? Tja, also es ist ihnen immer lieber, wenn das gegnerische Team mitspielt und sich nicht hinten reinstellt, so wie es die Bielefelder gemacht haben. Denn dann kann die Mannschaft den Ball erobern, schnell umschalten und dann sind sie sehr effektiv, zumindest in den Spielen, wo es gut für sie gelaufen ist. Die Mannschaft will in Köln eine Reaktion zeigen. Berlin ist sehr gespannt, ob sie das auch kann. Da haben wir jetzt eine ganze Menge über unseren kommenden Gegner erfahren. Klingt für mich so ein bisschen wie der Klonverein zum 1. FC Köln. Ne, kann mit dem Ball nichts anfangen und ist nur gut, wenn der Gegner ein bisschen spielen will. Die gute Nachricht für uns ist, das werden wir nicht tun, mit dem Ball spielen wollen. Die schlechte Nachricht für alle Zuschauer ist, das wird so ein Augsburg-Spiel werden, wo beide hinten drin stehen und wenn sie mal den Ball haben, weiß keiner, was damit anzufangen. Die schlechte Nachricht für uns ist aber auch, dass uns John Córdoba wahrscheinlich 3 Tore einschenken wird.
Was habt ihr denn für Hoffnungen oder Erwartungen an das Spiel gegen Hertha? Also, der FC ist ja ganz groß darin, dann auf einmal wieder Punkte zu holen, wenn keiner damit rechnet. Also ich, das Spiel ist eigentlich gemalt wie für einen Sieg vom FC. Dann rettet sich Markus Gisdol und wir sprechen in zwei Wochen genau über das, über die gleichen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Also ich habe das Spiel der Hertha jetzt hier gestern gegen Bielefeld gesehen. Also das war jetzt auf einem Augsburg-Köln-Niveau und ich habe da jetzt nichts gesehen, was mir Angst macht. Also ehrlich, also Kunja wird ja, so wie man das heute gehört hat, auch noch weiter ausfallen, wird zumindest das Spiel gegen uns verpassen. Ob uns das jetzt froh stimmen muss, weiß ich nicht, aber ich bin einfach mal gespannt. Also ich erhoffe mir von unserem Team einfach, dass man zumindest wieder versucht, giftig zu sein, weil das ist das, was uns in den letzten Spielen, als wir erfolgreich waren, einfach auch ausgemacht haben. Nämlich dieses giftig sein, den Gegner ärgern wollen. Wir werden nicht gegen Hertha das Spiel machen, das glaube ich halt auch nicht, weil dann spielst du Hertha in die Karten und vielleicht sind wir ja mal das Team, was vorne einen reinmurmelt. Jo, das wäre schön und trotz aller Emotionalität, die ich da eben an den Tag gelegt habe, natürlich erhoffe ich mir irgendwo, dass wir dann doch vielleicht dieses Spiel dann uns irgendwie zurecht lügen und einen Ball ins Tor lügen und hinten die Null halten und die Bratwurst wieder endlich auf den Grill kann. Also das wäre schön. Allerdings, da sage ich auch ganz offen, das ist eine ganz schwer zu prophezeiende Geschichte. Wie eben schon gesagt, der FC ist gut, auch so ein Spiel mal eben zu gewinnen, 2-0, wo, aus dem Nichts, um dann nächste Woche wieder dann abzukacken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man fängt ja teilweise schon an, taktisch zu denken. Das ist ja eigentlich fies, ne? Dass man sagt, okay, fürs Gesamtbild wäre es vielleicht besser, wir verlieren das, weil dann ist Gisdol weg, man hat einen neuen Trainer, kriegt neue Impulse. Ich sage jetzt nicht, dass ich mir das wünsche. Ich sage einfach, dass man fängt an, über sowas tatsächlich nachzudenken. Das sollte man ja eigentlich nie tun. Du musst das nächste Spiel gewinnen. Punkt. Egal, gegen wen du spielst. Und von daher hoffe ich natürlich, dass uns da irgendwie so einer rausrutscht, womit keiner rechnet. In der vierten Minute geht ein abgefälschter Ball 1-0 für uns rein. Und auf einmal haben wir so dieses Dortmund-Feeling. Ne? So nach dem Motto, komm, wir verteidigen das jetzt. Irgendwie gelingt das. Und dann entwickelt sich so ein Spiel, wo der FC tatsächlich vernünftig aussieht. Hinterher kann sich dann alle feiern lassen, wie groß und toll sie doch sind. Und dann eine Woche später wieder abzukacken. Also das kann passieren. Und aber aus eigener Stärke werden wir das Spiel sicher nicht gewinnen. Also es hängt ein bisschen vom Faktor Zufall ab, wie das Spiel sich entwickelt. Wie die Hertha drauf ist. Und wie man jetzt gerade gehört hat, ist die Hertha auch eine totale Wundertüte. Allerdings eine deutlich besser besetzte Wundertüte. Allein Cordoba, da wird man ja schon neidisch. Ne? Denn der müsste bei uns spielen. Absolut. Du hast gerade gesagt, das Spiel kann man auch mal 2-0 gewinnen. Da habe ich mich gefragt, wann haben wir das letzte Mal ein Spiel mit 2 Toren Unterschied gewonnen? Das muss doch 2019 gewesen sein, oder? War das nicht sogar gegen Hertha? Oder danach die Spiele? Ja, das muss eins von dieser Siegesserie gewesen sein. Ja, das 3-0 gegen Schalke oder so. Dann kam ja dieses murmelige 2-1 gegen Paderborn und dann war ja der Stecker gezogen. Ja, das muss irgendwann aus dem Februar gewesen sein, letzten Jahres. Ja, das kommt hin, in dem Zeitraum. Also Berlin war ja auf jeden Fall so ein Highlight, da hat ja Zichos noch die schwere Verletzung, weiß ich noch. Genau, ja. Das sah ja wirklich fies aus. Boah, da habe ich an dran denken. Gott sei Dank gut gegangen. Aber es ist schon lange her, dass wir mal richtig überzeugend gewonnen haben. Aber ich würde heute sogar ein dreckiges 1-0 nehmen. Ja, natürlich. 2. Februar haben wir 4-0 gegen Freiburg gewonnen, 2020. Und dann kam Gladbach. Also Freiburg war das letzte Spiel, wo wir mit 2 Toren gewonnen haben. Okay, ja. Also würde sich ja jetzt ein Kreis schließen. Wir haben 4-0 gegen Freiburg gewonnen, die 5-0 gegen uns. Dann kann man ja sagen, jetzt ist die finstere Serie beendet und jetzt können wir mal gegen Hertha wieder eine neue Serie starten. Ich erwarte, dass wir mit Dreierkette spielen hinten, weil das ein bisschen mehr Stabilität verspricht. Ich erwarte Hector im Mittelfeld anstelle von Özcan, der eine Denkpause bekommen wird.
Ich erwarte die Rückkehr zu diesem Doppel-9-System. Und wie ich gerade schon sagte, ich erwarte die Rückkehr von mindestens einem Youngster, wenn nicht gar von zwei, also nicht Rückkehr, sondern das Reinwerfen von ein bis zwei Youngstern. Wahrscheinlich Cestic in die Dreierkette und Lempele auf diese Thielmann-Position. Lasse ich mich gerne dran messen an diesen Worten. Aber ich habe das wohl im Urin, dass der Gisdol genau so handeln wird. Oder ansonsten wird das so ein weiter so geben. Also da wird jetzt keiner irgendwie mal irgendwie abgestraft oder in die, weiß ich nicht, zweite Liga versetzt oder sonst irgendwas. Das wird alles da in dieser Wohlfühloase drin bleiben, damit sich da ja keiner von diesem kleinen Schneeflöckchen da irgendwie auf die Füße getreten fühlt oder irgendwie zum Boulevard rennt und sich da ausheult oder sowas. Also es wird keine fundamental anderen Dinge geben. Und deswegen erwarte ich da, wie ihr schon gesagt habt, höchstens, dass wir halt die Laufbereitschaft nach oben schrauben werden und zumindest mehr laufen werden als Hertha. Das kann man auch erwarten. Das kann man von jeder Regionalliga-Gurkentruppe erwarten, dass sie mehr laufen als der Gegner. Und garantiert erst recht von Bundesligaspielern, die alle ein paar Millionen verdienen. Laufen kannst du immer, egal wie schlecht die Form ist. Ja, und ob dann da hinten wirklich ein Sieg runterfällt, das hängt von so vielen Faktoren ab. So richtig glaube ich nicht dran. Also da halte ich gerade ein Unentschieden noch für das realistische Szenario. Aber trotzdem, ne, die nächsten drei Spiele plus das nächste Spiel im Pokal gegen Regensburg, was ja fast schon eine historische Chance auf das Viertelfinale ist, gegen Regensburg, die ja auch nicht die Sterne vom Himmel spielen. Also wenn die Leistungswende jetzt nicht kommt, ist der Trainer halt nicht mehr haltbar. Und da musst du überlegen, wie du in diese beiden Schicksalsspiele gegen Schalke und gegen Hoffenheim und dann halt danach gegen Bielefeld gehen wirst. Ich habe gerade wenig Hoffnung auf den Sieg, aber ich habe bis jetzt ja immer Unrecht behalten mit meinem Bauchgefühl. Insofern vertraue ich darauf, dass mein schlechtes Bauchgefühl in ein gutes Spiel resultiert. Ich setze schon ein bisschen Geld auf Torschütze John Córdoba. Da kann man fast von ausgehen. Genauso wie es ja auch klar war, dass Reinhold Jabo uns ausgerechnet auf Platz 16 schießen würde für Bielefeld. Wahrscheinlich sein einziges Saisontor wird es bleiben, aber so sei es dann. Ja, habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr ansprechen wollt? Also, was ich ja gestern bemerkenswert fand, also erstmal hoffe ich natürlich auf den Sieg, hatte ich ja schon gesagt. Ich bleibe jetzt mal bei meinem 2-0, aber okay, das ist dann eher so ein bisschen Lotteriespiel. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, war nochmal die Geschichte, dass da gestern plötzlich, gut beobachtet vom Express-Fotografen Herbert Bucco, drei FC-Spieler mit Horst Held sich getroffen haben. Ein Geheimgipfel, wie es dann der Express genannt hat. Nachvollziehbar, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der Fotograf war bestellt. Aber gut, auf jeden Fall hat man da dieses Gespräch geführt und dann hat natürlich sofort dann Horst Held hinterher gesagt, dass sie nicht den Kopf des Trainers gefordert haben. Habe ich mal hinterher gedacht, vielleicht seinen, aber nein, aber jetzt mal ernsthaft, wie ist das bei euch angekommen? Genau, also wir können erstmal sagen, für alle, die es verpasst haben, das waren der Kapitän und seine beiden Stellvertreter, ne, die da bei Horst Held vorstellig geworden sind, also Hector, Höger und Timo Horn. Ist halt mal überfällig, ne? Also da muss auch mal aus der Mannschaft was kommen. Dann kann ich immer nur sagen, hier die Vereinsverantwortlichen entlassen den Trainer oder stellen den Trainer ein oder bla oder bli oder blub. Im Endeffekt ist es die Mannschaft, die auf dem Platz steht. So, ich finde, man kann das Spiel gestern gegen Freiburg als Spiel gegen den Trainer deuten, am Samstag gegen Freiburg als Spiel gegen den Trainer deuten. Denn es wurde hinterher auch gesagt, dass sich nicht an abgesprochene taktische Dinge gehalten wurde. Welche das genau waren, wurde leider nicht gesagt. Deswegen weiß ich da auch nicht genau, was da abgesprochen wurde und was nicht. Aber die drei, also Höger, Horn und Hector, alle drei mit H übrigens, die drei Hs, die werden schon nicht den Kopf des Trainers fordern, weil die da gar nicht die Typen für sind. Also die drei nicht. Wenn er jetzt ein Modest hinstiefelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, oh, der Gisdol lässt mich nicht spielen, ich will spielen, schmeiß ihn raus. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber nicht bei den drei Sparkassenberatern. Das glaube ich halt wirklich nicht. Die werden da irgendein konstruktives Gespräch mit Horst Held gesprochen haben. Die werden vielleicht sogar auch Nachverpflichtungen gefordert haben. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber ich traue denen nicht zu. Und das finde ich auch okay, dass das untergeordnete Angestellte nicht tun. Also ich traue denen nicht zu, dass die den Kopf des Trainers gefordert hätten. Ja, das hat er ja auch gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, genau. Ne? Nee, aber ich glaube ihnen das auch. Das war für mich jetzt kein Medienspin oder so. Das glaube ich auch. Ja, also ich glaube, das ist ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass mal da die Verantwortlichen, die es auf dem Platz nun mal richten müssen,
auch dann mal Rede und Antwort stehen. Und wenn das, wenn der Impuls noch aus der Mannschaft kommt, finde ich sogar sehr positiv. Was die besprochen haben, keine Ahnung, das wissen wir jetzt alle nicht. Selbst wenn es um den, selbst, ich sag jetzt mal vorsichtig, selbst wenn es um den Trainer gegangen ist, finde ich das legitim, weil in letzter Instanz muss, ist das eine Entscheidung. Klar treffen das nicht, sollen das nicht die Spieler die Entscheidung treffen, aber in letzter Instanz können auch nur die Spieler einen Einblick in das, also können nur diese drei Spieler oder überhaupt Spielervertreter einen Einblick in das Seelenleben der Mannschaft geben. Es bringt ja nichts, den Trainer rauszuwerfen und die Spieler sagen nachher, jo, also wir hätten gerne mit ihm weitermacht. Das gibt's ja auch schon, gibt ja auch schon diverse Vereine, wo das durchgeführt worden ist und das bringt dich ja auch nur ein kleines Stückchen nach vorne. Also ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man da im Informationsaustausch bleibt und einfach guckt, dass man zusammen eine Lösung findet. Und wenn die Lösung halt heißt, wir müssen halt von der Einstellung da noch ein bisschen was machen, dann da ist jeder gefordert. Ob das jetzt Markus Gisdol ist, ob das Horst Held ist, ob das und die Spieler auf dem Platz, da sind alle mit gefordert. Das, die sind ja, ich sag mal, in einem Boot und wenn der eine nach links rudert und der andere nach rechts rudert, hier, dann werden wir nicht von der Stelle kommen. Aber wenn sich da alle auf irgendwas einigen, dass man sagt, okay, wir werden jetzt diesen Weg gehen, dann kann das, es kann das nur helfen, ja. Also ich finde es eigentlich auch gut, ne, dass die Spieler sozusagen dann auch ihren eigenen Kopf haben und einsetzen und sich auch Gedanken machen und sagen, lass uns doch mal mit dem Sportboss, mit dem Geschäftsführer Sport reden. Aber wann macht man das? Wenn man man übergeht den Trainer und spricht mit den Vorgesetzten des Trainers, letztendlich ist es ja so, um dann eine Sache zu besprechen, die aber sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur über die, ja, wer ist diese Woche dran mit dem Sprudelwasser holen oder die Kaffeekasse muss wieder aufgefüllt werden. Darum ging es, glaube ich, nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es was mit diesem Spiel zu tun hat. Es wird ja auch kolportiert, wobei das natürlich reine Spekulation ist, dass es auch um die Vorbereitung auf dieses Spiel gegangen ist, womit die Spieler wohl nicht so ganz einverstanden waren. Und das, die Frage ist halt nur, wie steht jetzt ein Markus Gisdol vor seinen Spielern da und generell, wie steht er da? Ist er jetzt dadurch ein Stück weit enteiert und sozusagen schon fast, viele sagten schon gestern als erste Reaktion, habe ich jedenfalls gelesen, damit ist er eigentlich weg. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders, eben aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, die Spieler können das in einer besonderen Situation durchaus mal machen. Aber es ist natürlich diskussionswürdig. Ne? Man kann natürlich schon sagen, damit haben sie den Trainer brüskiert. Hat man denn gehört, was genau die Kritik an der Vorbereitung gewesen sein soll? Gibt es da Gerüchte zu? Also das Gerücht, das ist wirklich nur ein Gerücht. Also ich habe keine Kenntnisse. Was man so hört, es geht in die Richtung, dass diese Vorbereitung, diese Spielidee, was ja auch immer wieder angesprochen wird, auch jetzt von Leuten wie uns oder was man halt so auch liest, dass man damit nicht zufrieden ist, dass man einfach zu wenig Varianten hat. Also das ist so, was ich gelesen habe. Aber ich sag's ganz offen, auch das ist ja reine Spekulation. Letzten Endes geht's erstmal darum, das, was Fakt ist und was wir beurteilen oder können, haben sie den Trainer damit in irgendeiner Form geschadet. Da seid ihr, glaube ich, eher nicht der Meinung. Ja, man weiß ja nicht genau, ob das wirklich ohne das Wissen des Trainers war. Ne? Also es kann ja auch sein, dass man es mit dem bespricht und sagt, hier, wir haben das und das und wollen das mit Horst Held besprechen, weil du, Markus Gisdol, kannst keine neuen Spieler verpflichten, Horst Held schon, wenn es zum Beispiel darum gegangen wäre. Also da fehlt mir einfach genug Wissen, um das wirklich einordnen zu können. Wenn das so wäre, dass die wirklich sich jetzt über irgendwelche Trainingsinhalte bei Horst Held beschweren, dann ist es natürlich eine Enteierung von Gisdol, keine Frage. Und das ist halt so, als wenn in irgendeinem Beruf man denjenigen, mit dem man das Problem hat, übergeht und direkt zu dessen Boss geht. Das ist immer kein Zeichen von Friede, Freude, Eierkuchen, keine Frage. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir halt eben den Inhalt wissen. Ne? Wenn die irgendwas kritisiert haben, was nur Horst Held ändern kann und nicht Markus Gisdol, dann macht es ja auch keinen Sinn, damit zu Gisdol zu gehen, zum Beispiel Spielertransfers. Ja, also ich glaube schon, dass das birgt natürlich Brisanz, das ganze Ding, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir so,
jeder hat das doch im Beruflichen eventuell schon mal erlebt, dass man zu seinem direkten Vorgesetzten gegangen ist und gesagt hat, pass auf, ich habe hier ein Problem mit XYZ oder ich habe hier ein grundsätzliches Problem. Und wenn der nichts macht und man es 2, 3, 4 Mal anspricht, dann halte ich das für durchaus legitim, eine Stufe höher zu gehen und sagen, pass auf, ne, wir haben hier eine Idee, eine Lösung, eine was auch immer. Wir werden da unten vielleicht nicht gehört, weil das gehört damit zu. Also ich glaube schon, dass, ich sag mal, die Entscheider, und das ist Horst Held ja in letzter Instanz, so viel Information braucht, wie es gibt. Und wenn die halt auch aus dem Team kommt, dann ist das legitim. Und ob die drei jetzt da zusammen sind oder Horst Held telefoniert mit jedem. Also ich glaube schon, dass Horst Held die Informationen durchaus sich holen kann, ohne die drei dazu sich, oder dass die drei sich da treffen. Und dementsprechend, ja, man wird sehen. Also ich glaube, dadurch, dass wir alle nicht wissen, was da besprochen ist, kann das in alle Richtungen gehen. Also kurz, ja, klar. Ich lese mal aus dem Express vor, unter anderem auf der Agenda. Das ist für mich der entscheidende Part. Unter anderem auf der Agenda der fehlende Plan im Spiel nach vorne und Abweichungen der Freiburg-Taktik von den Trainingsinhalten. Es wurde kein Blatt vor den Mund genommen, allerdings auch nicht auf Gisdols Rauswurf gedrängt. So, ich dachte jetzt einfach mal, als jemand, der in den Medien ja teilweise auch tätig ist, arbeitet und da sein Geld verdient, das ist eindeutig eine Info, die durchgestochen wurde. Ja. Also das ist mehr als eindeutig. Wenn der Express das schreibt, dann wissen die, dann hat das denen jemand genau so gesagt. Natürlich schreiben sie nicht, wer es gesagt hat. So, und das ist halt dann die Sache, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Und da ist er eigentlich für mich in dem Moment schon enteiert. Das geht ja schon so los, dass die drei da über diese Brücke in das Büro von Gisdol gehen, respektive da wieder rauskommen, damit der Fotograf auf jeden Fall auch einen klaren Schusswinkel hat. Ne? Also wenn man das so machen will, dass es keiner mitkriegt, kann man da auch anrufen, Videocallen oder irgendwie andersrum ins Büro kommen, nacheinander oder sonst wie. Aber nicht noch schön auf dieser Brücke da posieren und nacheinander rausgehen, damit jeder Fotograf das wunderbar in die Linse kriegt. Also, das spielt schon dieses Image nach außen mit einer Rolle. Das kann aber auch sein, dass man damit auch ein bisschen versucht, den eigenen Arsch aus der Schusslinie zu nehmen. Ne? Ja. Und in der Sekunde, wo die jetzt da jemand anderen als Sündenbock hinstellen, sind zumindest die beiden, von denen die gespielt haben, also Hector und Horn, die ja nur auch keinen tollen Tag hatten, ja auch ein bisschen raus aus der Schusslinie. Ja, absolut. Also man kann es jetzt werten, wie man will. Und wie gesagt, ich denke, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist ja alles sehr viel Spekulation, was wir hier gerade machen. Aber wenn man das so eindeutig da drin steht, dann ist da tatsächlich was passiert. Und man hat da auf die Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise versucht, Politik zu machen. Mit welchem Ziel, wissen wir nicht. Aber ich glaube, das Spiel hat schon in den Köpfen was ausgelöst, unter anderem ja auch, dass mittlerweile ein Horst Held ja mehr oder weniger fast schon relativ offen davon spricht, dass Gisdol eigentlich nur noch das Hertha-Spiel hat. Wenn da nicht was kommt, dann kann man sich ja denken, was passiert. Ja, naja, da habe ich ja gerade schon gesagt, kann man nicht nur für das Hertha-Spiel das Ultimatum stellen. Das wird logistisch noch ein großes Problem geben. Da hat wahrscheinlich wieder in Köln keiner drüber nachgedacht und dann gucken sie alle doof. Och. Wir kriegen ja vor Schalke gar keinen neuen Trainer. Ja, Mensch, hier, Pavlak, mach du mal. ja, wahrscheinlich. Stefan Rutenbeck, weil der ja mit der U19 jetzt sowieso aktuell nicht spielt. Weil er schon mal so ganz erfolgreich geschafft hat, uns zu retten, ne? So sieht's aus. Ja, ja, aber als Übergangslösung kann man da sicherlich irgendwas Internes finden. Also, das ist ja dann. Das Problem ist ja nur, dass die drei Spiele keine Übergangslösung haben dürfen. Ja, das ist jetzt gut, ja nicht das, gegen das, Bayern und gegen Leipzig. Ja, das ist schwierig. Also ich meine, du bringst dich ja selber in diese Konstellation, dass du diese Übergangslösung eventuell brauchst und wenn du sie halt nicht haben willst, dann musst du halt sagen, der Trainer hat jetzt halt nur noch drei Spiele und nach den drei Spielen finden wir eine Lösung. Und wenn man halt die Lösung halt vorher schon vorbereitet, die Option gibt es ja auch. Also man muss ja jetzt nicht erst anfangen, mit Trainern Gespräche zu führen, wenn der eine Trainer schon entlassen ist. Ja. Also, ich sag mal, das müssen wir uns auch nichts vormachen. Es wird doch sicherlich schon Konstellationen geben, wo man schon mit möglichen Kandidaten mal vorsichtig spricht und
der Trainer vielleicht noch nicht final entlassen ist. Wahrscheinlich sitzt Breitenreiter schon beim HNO und lässt sich gerade einen Nasenabstrich machen. Ja, zum Beispiel, das kann durchaus sein, ja. Ja. Einige Trainer wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, das habe ich einfach immer jetzt pauschal so zwei negative Tests mit sich rum. Genau, stellen Sie sich hinten an, da sind noch ein paar andere Trainer. Ja. Sind Sie auch zum FC-Casting hier? Genau, so ein Massentermin, einfach so eine Schlange vom HNO in Köln, Mediapark-Klinik. Ja. Ganz vorne Christoph Daum. Nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ja, der hat ja mit der Nase schon öfter. Ja, wollte ich gerade sagen. Bei Christoph Daum darfst du nicht in die Nase pieksen mit so einem Stäbchen, das geht nicht gut. Egal, wir gehen uns gerade wieder im Kopf und Kragen hier. Ich glaube, wir haben unseren Ärger Luft gemacht. Kann ich noch eine These vorstellen von einem Hörer, die wir jetzt zum Abschluss noch diskutieren können. Das kam nämlich vom Hörer Shell Lindenthal. Und Shell Lindenthal hat uns die Idee unterbreitet, dass es vielleicht eine falsche Vorgabe war für die Mannschaft zu sagen, dass man nur die Klasse halten wolle. Weil nur Klassenerhalt heißt, du musst halt immer nur die einen Punkt mehr zusammenstümpern als Mainz und Bielefeld und Schalke und so. Er sagt, es wäre besser gewesen, wenn du der Mannschaft eine ganz klare Punktevorgabe gemacht hättest. Also unser Ziel sind 40 Punkte, bam. Das heißt, die wissen, die haben jetzt ein Viertel davon erreicht und müssen jetzt in den verbliebenen 20 Spielen nochmal die anderen drei Viertel einfahren. Und dass das für die Motivation helfen würde. Mit der These würde ich euch jetzt quasi zum Abschluss der Sendung nochmal allein lassen, dass ihr da noch was zu sagen könnt. Boah. Ich finde die gut. Ich finde die richtig. Also ich fand sowieso die Kommunikation beim FC, die spricht ja sowieso. Ja, nee, will ich jetzt nicht von anfangen. Dann gerade ich wieder eine Endlosschleife. Nein, also ich fand es falsch, sozusagen. Also von vornherein sich so ganz klein zu machen, es geht nur gegen den Abstieg und sonst was. Du kannst sagen, wir werden in dieser zweiten Saison natürlich auch aufpassen müssen, dass wir nicht unten reingeraten. Aber ich hätte genau wie der User es gesagt hat, hätte ich gesagt, Mensch, lass uns doch die 40 Punkte und alles andere ist uns erstmal egal. Wir gucken halt dann das Beste, was dann möglich ist, sozusagen. Also holen wir raus. Aber die 40 Punkte wollen wir haben, das ist unser Ziel, Punkt. Aber sich von vornherein schon im Prinzip, als ich sag mal, wir sind so wirklich so schlecht, wir schaffen es, wenn wir Glück haben, gerade mal auf Platz 15. Das ist halt dann so. Das ist so ein bisschen auch selbsterfüllende Prophezeiung, dass du dann von vornherein schon dich so klein machst, dass die Spieler auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Spiele gehen. Also das, ich hätte es anders gemacht. Ich glaube nicht, keiner wird das jetzt beweisen können, dass es anders gelaufen wäre, hätten wir das anders kommuniziert. Aber ich bin immer ein Freund dessen, dass man versucht, das realistisch einzuschätzen und nicht so aus den Windschatten heraus und wir wollen nur irgendwie nur nicht absteigen. Das fand ich zu wenig, aber das kann ja jeder auch gerne anders sehen. Bevor wir aber Schluss machen, möchte ich noch eine andere Sache loswerden. Ich mache es auch kurz. Ich habe mich ja heute, glaube ich, ein paar Mal recht echauffiert. Sollte ich jemanden persönlich beleidigt haben, dann tut mir das leid. Ich bin Fußballer, ich bin Fan. Ich habe auch heute ja als Fan gesprochen, nicht als Medienmensch. Und habe mich teilweise natürlich auch ein bisschen in Rage geredet. Da ist vielleicht auch das ein oder andere Wort ein bisschen zu heftig rausgekommen. Das möchte ich hier ein bisschen, ein bisschen relativieren. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich vertrete meine Meinung und ich bin mit vielem nicht zufrieden. Und stehe auch inhaltlich zu dem, was ich gesagt habe. Nur ich habe als Fan gesprochen und als Fan darf man auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ist jedenfalls meine Meinung. Das war mein Schlusswort für heute. Ja, wir haben ja immer schon gesagt, dieser Podcast ist auch ein bisschen Therapie für uns. Und zur Therapie gehört auch mal die Dinge, die man sagt, ganz klar anzusprechen. Und ich glaube, dass niemand ein Problem damit hat, wenn man Emotionen zeigt und die auch eben rauslässt. Und da ja alles in einem komplett zivilisatorischen Rahmen hier abgelaufen ist und niemand irgendwie mit Schimpf und Schande bedeckt wurde, keine Einzelperson, finde ich da überhaupt gar nichts problematisch dran. Ich glaube, so was unsere Hörerinnen und Hörer das sehr aus der Seele gesprochen hat. Und ich glaube, da musst du dich für überhaupt gar nichts entschuldigen. Und nee, es geht um diverse Wortwahlen. Ne? Da war ich dann teilweise schon etwas überdurchschnittlich. Aber das war ja nie gegen Einzelpersonen. Ne? Das war ja immer. Es sollte einfach ein bisschen relativiert werden, weil mit vielen der Leute werde ich ja vielleicht mal irgendwann wieder einen Kölsch zusammenbringen und dann werde ich das natürlich auch persönlich nochmal sagen. Aber mir geht es schlicht und ergreifend darum, dass man als Fan seine Meinung sagt. Das habe ich getan. Und vielleicht mit dem einen oder anderen Ausdruck, ja, kann man drüber streiten, ob der so sinnvoll war. Aber inhaltlich stehe ich zu allem, was ich gesagt habe.
Ja, schönes Schlusswort, finde ich. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir den Marco gerade verloren haben unterwegs. Nein, ich bin da. Ich hatte gerade eine Fehlermeldung in Skype, deswegen. Ja, willst du auch noch irgendwelche Schlussworte an die Hörer richten? Ja, also wie gesagt, ich glaube, bezüglich dieser 40-Punkte-These, ich glaube, vielleicht ist das ein Ding, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der FC dann wahrscheinlich genau 40 Punkte kommen würde und in dem Jahr steigt es mit 40 Punkten ab. also, ne, ich meine, da sagt jeder, nein, aber, ne, also ich meine, wir kennen doch alle den FC. Da sagst du ja jetzt, also wir geben dieses Jahr nicht aus, wir wollen nicht absteigen, sondern wir wollen 40 Punkte. Dann holst du 40 Punkte, die Spieler feiern sich mit Prosecco, duschen auf dem Platz und dann guckst du auf die Tabelle, ach schade, 40 Punkte, also ein 17. Platz. Ja, wahrscheinlich steigst du nicht mit 40 Punkten ab, aber. Das gibt's, glaube ich, nicht, nee. Nein, natürlich nicht, aber, ich weiß nicht. Das ist ja auch, also ich sage jetzt mal vorsichtig, dass man mit der Vorgabe reingegangen ist, dass das eine schwere Saison wird, das fand ich okay. Vor dem Hintergrund, wir haben spät die Spieler verpflichtet, vielleicht auch nicht unbedingt die Spieler, die man unbedingt wollte, das weiß man ja auch nicht unbedingt. Deshalb fand ich das okay, diese Aussage, aber vielleicht hätte ein bisschen mehr Mut, ein bisschen, also so, man hätte ja durchaus sagen können, ja, ne, also es wird eine schwere Saison, aber trotzdem möchten wir so früh wie möglich alles sicher machen und werden in jedem Spiel Vollgas geben und das sehe ich halt einfach nicht. Und mir fehlt es einfach aktuell beim FC an ganz, ganz vielen Stellen an, und das ist nicht nur unbedingt das Sportliche. Ja. Also, lieber SFC Köln, es kann nur besser werden. Beweist uns, dass ihr unserer Liebe noch wert seid und holt uns zurück ins Boot. Und das schafft ihr am besten, indem ihr eine entsprechende Leistung bringt. Und ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich sage, dass die Leistung erstmal jetzt vor dem Ergebnis steht. Wo uns natürlich alle wünschen, dass wir auch gewinnen, klar. Aber wenn dann schon verliert, dann zumindest mit erhobenem Haupt und mit Ehre und nicht wie gegen Freiburg. Wir bedanken uns bei unserem Gast. Wir bedanken uns bei Ralf Friedrichs. Ralf, ist noch mal irgendwann was Richtung FC-Stammtisch jetzt Corona-mäßig geplant? Oder wie sieht da die Lage aus? Nein, also es ist so, dass ich mich entschieden habe, das wirklich erst dann wieder zu machen, wenn alles wieder erlaubt ist. Der Stammtisch ist, das ist halt dieses Urding, was seit 2009, damals wirklich als allererste, wo wir gestartet haben. Selbst der Verein hat ja dann den kleinen Mitgliederstammtisch sozusagen nachgeschoben. Und ich will das weiter so zum Anfassen haben. Ich finde es toll, was ihr hier macht. Ich liebe euren Podcast ja sowieso, bin auch eifriger Stammhörer. Und dementsprechend finde ich das auch toll. Das hat alles seinen Platz. Aber ich möchte halt keine elektronische Sache machen, weil das macht ihr besser, das macht ihr gut. Das machen auch andere ganz gut. Also von daher ist das genau das Richtige. Aber der Stammtisch ist halt eine Begegnungsplattform, wo man dann auch vor Ort sich dann noch ein Bier zusammen trinken kann, wo man dann auch im Publikum anschließend hinterher weiter diskutieren kann. Die Protagonisten, die dann im Talk waren, dann auch weiter diskutieren können mit den Fans, mit den verschiedenen Fangruppierungen. Manchmal sind ja auch Leute aus den Gremien im Publikum oder mal ein Journalist oder Ex-Spieler. Also das haben wir alles schon gehabt. Und von daher soll das so weitergehen, aber erst dann, wenn wir es wieder dürfen, wenn wir es wieder können. Und wenn man ehrlich ist, das wird in dieser Saison nichts mehr werden. Das wird vermutlich dann erst in der neuen Saison, wenn überhaupt, dann gehen. Und dann sind wir aber auch wieder da. Da gehe ich jedenfalls von aus. Letzter Spieltag, volles Müngersdorfer Stadion, Abstiegsendspiel gegen Schalke 04. Das wär's. Und dann die Mannschaft zum Sieg brüllen. Das wär's. Naja, aber noch ein Grund mehr, auf das Ende der Pandemie zu hoffen, damit wir wieder FC-Stammtisch bekommen. Also vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Hat uns wie immer sehr viel Freude bereitet. Dankeschön. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke euch. Genau. Und zum Abschied noch ein bisschen Housekeeping. Wenn ihr sagt, okay, dieser Adventskalender, den die gemacht haben, ist ja super, aber ich habe überhaupt keinen Nerv, mir da 24 Einzelfolgen anzuhören. Dann gibt es jetzt gute Nachrichten für euch. Es gibt die Folgen am Stück geschnitten in zwei handlichen Teilen von 2,5 und 3,5 Stunden auf YouTube. Einfach mal bei YouTube nach Trotzdem hier suchen. Da findet ihr unseren Kanal, da findet ihr auch alle Folgen. Das ist besonders gut deshalb, weil YouTube macht automatisch generierte Untertitel. Und da es ja bestimmt Menschen gibt, die den Podcast gerne hören würden, aber vielleicht ein bisschen beeinträchtigt sind, was das Gehör angeht, also irgendeine Form der Behinderung am Gehör haben, die können dann mit den Untertiteln vielleicht uns trotzdem besser folgen, als wenn sie nur hier zuhören müssten.
Deswegen finde ich da YouTube sogar eine Bereicherung für den Podcast, auch wenn da inhaltlich nichts Neues passiert. Aber trotzdem freuen wir uns, wenn ihr mal vorbeischaut und dem Kanal da ein kleines Like dalasst. Gerne auch ein Abo. Ne, wie sagen die Influencer, smash that Like-Button and leave us a subscription. Macht das bitte, weil das würde helfen, dass wir da so ein bisschen mehr Bekanntheit kriegen über YouTube. Ja, und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanke, Marco. Du warst heute auch wieder am Start. Und wer dir auf Twitter folgen möchte, tut das bitte unter dem Handle @ruhrpott_hennes. Ja, dann hören wir uns wieder. Eigentlich wann? Nach Schalke oder nach Hoffenheim? Haben wir noch gar nicht besprochen. Irgendwann. müssen wir mal tun. Ja. Genau, wäre ganz gut. Ne? Guckt in euren Podcatchern, aktualisiert ihn regelmäßig, dann bleibt ihr auf dem Neuesten. Oder folgt uns auf Twitter unter @trotzdemhier, um da immer die neuesten Folgen mitzukriegen. Und dann bleibt nur zu sagen, Marco, du bist der Ruhrpott-Hennes, ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.